Okay, dann sage ich mal zur ersten Hallöchen. Also das kommt jetzt auf Twitch, das kommt auf YouTube. Wollt ihr euch kurz vorstellen? Wer seid ihr? Was macht ihr? Warum seid ihr hier? Alles klar. Ich fange mal ganz kurz an. Also, wir sind dann die Foo Brothers. Wir sind zwei Brüder. Generell spielen wir MMOs ganz lieb, aber natürlich auch alle anderen Community Games oder mehr oder weniger Open World Adventure Spiele. Genshin Impact war, glaube ich, einer unserer ersten Spiele. Aber jetzt auch Throne and Liberty, New World. Lost Ark Lost haben wir Ark auch. habt ihr, das seid ihr richtig Lost Ark versunken, immer oder? auch. Eben, Moment, natürlich, ihr hattet hinterher auch. doch alle Mokosamen gefarmt, oder? Und dazu jeden Samen ein Video gemacht. Wart ihr das, oder? Oder fast jeden? Fast alle. Das war so verrückt. Ja. Das war so Ja. verrückt. Genau, diese Irgendwann. halbe 1000 Mokoko-Samen, ne? Food kann uns da bestimmt was sagen. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte sehr viel Spaß, die zu sammeln. Aber irgendwann waren es dann doch so viele, dass ich ein bisschen die Lust dann verloren habe bei den letzten Achso, Samen. so nach Ja. 1000 Stück. Verstehe. Genau. Okay. Genau, und auf unsere frische Art und Weise, genau, streamen wir und machen auch YouTube-Videos, vor allem Guides, glaube ich, sind wir jetzt letzteres bekannt. Richtig. Und gegensätzlicher können wir gar nicht sein. Also ich bin hier der Klassenclown und Fuß dann tatsächlich der artigere, der nettere von uns. Aber kann er euch ja selbst erklären oder erzählen. Was ist Artigere? Ja, genau, wie Clay schon gesagt hat, wir spielen gerne MMOs. Genau, angefangen jetzt auf Twitch hat Clay ja mit Genshin Impact. Ich habe jetzt zum Beispiel letztes Jahr auch gerne Honkai Star Rail gespielt, wenn das einige kennen. Das ist jetzt komplett was anderes, ein rundenbasiertes ja, Game, das auch sehr viel Spaß gemacht hat. Aber ja, und wenn wir MMOs zocken, jetzt wie Throne Liberty oder Lost Ark und so weiter, dann steigern wir uns manchmal so hart rein und so richtig vertieft drin. Und ja, und so habe ich auch jetzt die letzten Monate oder letztes Jahr bei Throne Liberty ein bisschen übertrieben, wenn es auch auf dem koreanischen Server war. Okay. Und aktuell musste ich mich ein bisschen zurückziehen und eine Gaming-Pause Dann war es machen. ein bisschen zu heftig, zu viel gespielt. Richtig, Ja, da waren wir genau. noch Und zu tief drin. Oder Foo ich habe Brothers. mich auch ein bisschen drin verloren und ja. Okay, also Aber vielleicht mal gucken, wie es wieder wird. fangen wir mal ganz vielleicht von vorne an. Also, Throne of Liberty wird auch in Europa erscheinen. Habt ihr ungefähr ein Feeling? Aktuell noch nicht, aber ich glaube, drittes Quartal oder so. Zwischen drittes und viertes, ich glaube Ende Q3, da im September, also wenn sozusagen immer zwischen September und Oktober fangen dann eigentlich schon langsam diese Releases an. Normalerweise, wenn man jetzt in die Vergangenheit schaut, aber das wäre so mein Okay, Gefühl. das wäre so dein Gefühl. Und man muss jetzt mal ganz sagen, damit hier jeder hat, es gibt aktuell eine Closed Beta für Europa. Davon seht ihr hier nichts, weil das Ganze ist unter NDA. Das, was wir hier sehen, teilweise ist Trailer-Material, offizielles Gameplay-Material oder eben auch wirklich das, was ihr mitgebracht habt von eurem YouTube-Kanal, den werden wir natürlich verlinken. Gibt es auch hier schon im Chat, wo man dann Raids und so weiter sehen kann. Ich habe gesehen, ihr habt mir ein paar Fragen zusammengeschrieben. Ich bin ganz ehrlich, ich habe die 7000 Wörter nicht gelesen. Aber ich dachte mir so, hey, wir haben dir kurz was geschickt. Ja, also wir werden die häufigsten Fragen beantworten. Das Ganze ist hier ungesponsert. Das heißt, wir können offen und ehrlich reden, weil das Pay-to-Win-Thema wird, glaube ich, ganz, ganz groß werden, weil das ist halt immer so etwas, wenn etwas so diese MMOs von Korea so rüberziehen. Na, die haben teilweise auch eine gewisse andere Einstellung zu dieser Art. Hey Leute. Und da merkst du halt schon oft, dass, ja, ist es, fangen wir gleich mit dem Unbequemsten an, oder ich würde sagen, wir starten mitten rein. Pay to win, ja, nein, muss was geändert werden? Also, Oh, die Antwort das dauert schon. Lustige, Ach du Scheiße, okay. genau, das Lustige ist, das war tatsächlich für die Koreaner am Anfang zu wenig Pay to Es Win. kann Und zu wenig Pay to Win es sein. kann zu wenig Pay to Win sein, tatsächlich. Aber ich will ja nicht jetzt um den heißen Brei reden. Du weißt es auch. Ja, es ist Pay to Win. Also Ja. ganz klar. Du kannst dir mit echt Geld, Währung, beziehungsweise mit deiner Kreditkarte bestimmte Bonis, bestimmten Fortschritt erkaufen. Tatsächlich denke ich jetzt, aus dem Shop gibt es keine, jetzt sage ich mal, Items, die man nur mit echt Geld erwerben kann, die Bonus-Stats geben, sondern das kann man auch alles sicher spielen tatsächlich.
eher ist es so ein Pay-to-Progress. Also Ah, eine schnelle. dementsprechend Ist Geld es, zurück. kann ich so mit Lost Ark vergleichen, dass ich Materialien kaufen könnte, welche mir dann beim Upgraden der Items helfen? Nee, tatsächlich ist es anders. Und zwar, lass es mich ganz kurz erklären in ein paar Sätzen. Ich glaube, also es gibt ein Auktionshaus. Und Okay. das Auktionshaus kann nur mit Echtgeldwährung benutzt werden. Also So, egal, was du ich da kannst. kaufe, es geht nur mit Echtgeldwährung. Richtig, du Boah, das kannst ist ja ein als dirty move. normaler, das ist dirty, Ja. du kannst als Free-to-Play-Spieler tatsächlich alles reinhauen, ja, was du kannst, und somit auch Echtgeldwährung schnell dir ansammeln, wenn du, Verdienen. genau, Genau. wenn du die seltenen Drops und so weiter dir alle verkaufst und damit Ah. dann auch im Auktionshaus kaufen. Aber das Auktionshaus ist tatsächlich nur mit Echtgeld zu benutzen. Hört sich am Anfang tatsächlich echt so, was ist das für eine Scheiße, der letzte Dreck. Aber das haben sie schon tatsächlich ziemlich smart gemacht, weil ich muss ehrlich Okay. zugeben, in den ersten 2 bis 3 Monaten merkst du einfach gar nichts, weil da kein Angebot drin ist. Jeder, also alle Spieler versuchen in den ersten 1, 2, 3 Monaten selber alles in die Fittiche zu bekommen und 80% von dem Wird gar nicht Equipment ist auch angeboten. gebunden. Genau, ist auch gebunden. Ah, es Das ist heißt, wie nur in noch die. Diablo 3. Freunde, das müssen wir spielen. Ey, da Ja, ist der anscheinend. nächste Urlaub gezahlt. Ja. Da mache ich einen Lucky Drop und schon fliege ich. Okay, Genau, genau. verstehe. Also Also, okay. es gibt dann tatsächlich solche Drops, wie du gesagt hast, die halt tatsächlich mal für 700 € umgerechnet weggehen. Ich glaube, der teuerste Drop, den wir gesehen haben, Fuwa, 18.000, der auch gekauft wurde. Es gab schon 18.000. teure, 50, ach so, die gekauft wurden. Ja, genau. Ja, so ungefähr um den Dreh, ja. Ja, Also, okay, das war aber da. damals bei Diablo 3 in Echoing Fury ging auch für 15.000 € raus. Also, man darf halt nicht vergessen, es gibt halt auch Leute, die richtig Geld haben, ne? Und dann sieht's aus. Und die Ja, Frage klar. ist eben, was du meintest, also, ich habe keine Möglichkeit, das Geld dann da wieder rauszuziehen, oder? Also, wenn du einen geilen Drop hast und den tust rein und du hast dann, sag mal, 1.000 € in dieser Ingame-Währung, du kannst das nicht auf dein Konto zurücktransferieren, oder? Das ist alles in dem System gefangen. Ja, genau. Also leider nicht, nein. Also du Okay. kannst kein Geld daraus erschlagen, tatsächlich. Schade eigentlich. Alles Aber ja. klar. Okay. Also von dem her, man kann nur mit Echtgeld oder halt mit dieser umgewandelten Währung im Auktionshaus, wenn man dort was möchte, kann man sich da was kaufen. Aber wenn ich was verkaufe, also wenn ich was finde, dann kriege ich auch diese Währung und kann mir dann, ja, gibt es da auch Cosmetics oder ist das wieder ein anderer Shop? Genau, das Ja. Kosmetik ist dann halt ein anderer Shop dann wieder. Also Das Spiel hat kannst zwei du, glaube Shops. ich. Ah. Genau, bei Fu, glaube ich, ist mehr in diese Kosmetik drinnen. Kann er das kurz übernehmen? Ja, genau, es gibt ja auch einen Spieleshop quasi, wo man Sachen beide mit beiden Währungen kaufen kann. Also mal gibt es Sachen für koreanischen Won. Das kannst du wirklich nur mit echtem Geld kaufen. Aber es gab auch Skins zum Teil. Zum Beispiel hatte ich mir einen Nikolaus-Skin geholt. Aber dass du mit der Ingame-Währung zahlen konntest. Also ich habe quasi ein paar Drops gefarmt, habe die verkauft im Auktionshaus und habe mir mit dem Geld dann quasi den Skin gekauft. Das war auch möglich, ja. Okay, Ja, ich muss genau. dabei, Also das wie. ist Beethoven, ist immer ein hartes Thema und bevor die Leute jetzt gleich enragen, das hier ist die Ja, koreanische Version. Also wir haben schon eine Chance, dass das für Europa angepasst wird, dass zum Beispiel der Echtgeld-Shop komplett rauskommt, weil der bei uns nicht laufen würde und auch für Amerika nicht und nur der Cosmetic-Shop drin bleibt, dass sie so eine Zwischenlösung bieten. Ist ja alles open, wird doch wahrscheinlich das häufigste Feedback werden, weil das kommt bei uns halt meistens eher nicht so gut an. Aber so wie du mir jetzt meintest, also die Cosmetics, die konntest du dann praktisch erfarmen, indem du halt die Drops verkauft hast. teilweise, ja. Es gab auch Cosmetics, die kannst du nur mit Elfengeld kaufen, aber es gibt auch Cosmetics, die kannst du dir erfarmen, quasi in Anführungsstrich. Vielleicht haben wir vergessen zu erwähnen, Clan und ich. Also wir waren auf dem koreanischen Server komplett free to play. Also wir konnten eh nicht mit Won zahlen und so weiter. Und wir kamen als Free-to-Play-Spieler dort richtig gut durch. Ja, Okay, würde also man man ja wohl wird, sagen. also, Ja. ja, ich meine, also ihr habt keine 1.000, aber wäret ihr noch besser durchgekommen, hättet ihr noch 1.000 € mehr investiert? Das wäre ja die Frage gewesen. Richtig. Das Ja. wäre schneller, würde ich sagen, Definitiv. oder? Ah, Schneller. du musst es ja so sehen, es gibt da schon, jetzt haben sie es ein bisschen geändert, damit es natürlich besser war, aber vor 2 Monaten war das so eine Art Schneeballsystem. Klar, an den ersten 1 bis 2 Monaten gibt
es kaum Angebote, aber wenn du dann doch deine 1000, 2000 € reinbutterst, ja, kriegst du doch die ein oder andere Sache, die sofort ins Auktionshaus gestellt wird, ja. Und es gibt dann Events, es gab Events, die eine interne Rangliste hatten. Also jede 4 Stunden gab es sozusagen ein Event. Und wenn du natürlich erster Platz bist bei Kille XY am meisten Monster oder sowas, und wenn du klar 2000 € ausgegeben hast, hast du natürlich den Vorteil, dann kriegst du auch mehr Belohnungen und die kannst du dann auch wiederum verkaufen im Shop, also beziehungsweise im Auktionshaus. Und da siehst du zumindest ja, diese endlos Teufelskreis, ne? Gehst Geld aus, um Ja, schneller genau, und dann bist halt in dann Rangliste. dementsprechend Genau. vorne und so. Ja, das ist Genau. vielleicht für Europa dann noch ein bisschen Richtig. anzupassen. Aber damit lassen wir mal diesen Genau. Pay-to-Win-Punkt. Also ja, mit zwei unterschiedlichen Shops, mal schauen, ob so nach Europa kommt. Wie ist denn das Kampfgefühl? Also ihr habt ja jetzt doch 100, 200, 300 Stunden gespielt. Unterscheiden sich die Klassen? Wer hat welche Klasse gespielt? Und wie hart sind die Bosskämpfe? Weil man muss mal fairerweise sagen, ich habe ein paar hundert Stunden Lost Ark gespielt und die ersten zwei Raid-Bosse waren noch okay, aber die, was dann kamen, wo du dann so viele Patterns lernen musst und dann hast du immer die einen Leute drin, die das failen und wenn der eine failt, stirbt die ganze Gruppe und dann hast du aber so einen Frustfaktor am Start. Genau. Wie seht ihr das? Genau, dann mache ich die Dungeons Fukan das Kampfsystem gerne erklären, weil ich glaube, das hat er eh schon so oft gemacht. Jo, super. Ja, oder Okay, Ja, andersrum. Okay, andersrum. Machen wir es andersrum. Dann, erstmal genau, weil ja, also dann fang du an. genau, dann fange ich einfach an. Es gibt keine Klassen. Es ist wieder so ein New World Art Feeling, beziehungsweise ein Waffensystem. Das heißt, du spielst die Klasse mit, also die Waffe, mit der du ausgerüstet bist, bestimmt dann deine Klasse in Anführungsstrichen. Du Ah, es kannst ist so, es tatsächlich, levelst ja? du dann einen Skillbaum auf der Waffe, wie es New World tut? Ungefähr, Okay. ja. Also Ungefähr, ja. So es gibt ähnlich, kein ja. so ähnlich, es gibt keinen Skillbaum per se, aber es gibt halt einfach nur 20, ich weiß gar nicht, 14 Man. aktive und 8 passive oder 9 passive und die levelt man. Acht passiv. 8 passive. Nee, 9, 9 ist eine neue dazugekommen. Nee, es gab sieben, oder? Ach so. Ja, also Nee, es waren welche? sieben, jetzt sind es acht. Genau, Es okay, acht insgesamt, ja. so rum. Ja. Genau, und ja, man levelt dann einen Skillbaum auf oder die Skills von den Waffen und dementsprechend kann man dann zwei Waffen kombinieren. Und der Fortschritt kann auch übertragen werden. Das haben sie jetzt mittlerweile mit den ganzen Patches, zumindest in Korea, geändert, dass du eigentlich nach Belieben deine Waffen ausrüsten, spielen oder wechseln kannst, ohne wirklich viel Zeit zu verlieren. Also könnte ich ihm während des Kampfes, geht das auch oder eher nur davor oder danach? Ja, tatsächlich geht Ja, das für die ganz, kann, ja. ganz guten Spieler. Du musst zwar aus dem Kampf kurz gehen, Out of aber Combat, ne? genau, du könntest rein theoretisch 4 Waffen spielen, wenn du gut bist. Aber ich sag's euch, zwei Waffen sind schon hauen schon 95 eure Kapazität. Ah, okay, ist. Kapazität, ja. Ist es so ein bisschen, Aber weil ist das schon auch kam, ist heftig. es eher so Souls-like? Also werden da Fehler verziehen oder muss man da echt voll fokussiert sein? Weil meistens sind koreanische MMOs vom Schwierigkeitsgrad her jetzt halt kein WoW, ne? Ja, genau. Also überhaupt nicht. Also Fehler werden tatsächlich verziehen. Es gibt jetzt mittlerweile, natürlich, ihr kennt das, die ganzen Koreaner, beziehungsweise ich glaube generell in Asien ist es so, uns ist es so einfach, lass uns mal ein bisschen Hardcore werden. Gibt es jetzt paar Dungeons tatsächlich, die ein bisschen schwerer sind. Aber kennst du noch Argos aus Ja, Lost ja, Ark? ja. Ich würde sagen, Oder das ist Valtan. Ich würde es auch mit genau. Valtan, oder? Ah, okay. Vergleich. So zwischen Argos und Valtan ist das gerade das Niveau. Ja, das ist ja gut Aber machbar. Also da genau, muss das echt ist auf kein jeden Fall gut machbar. Mastermind sein. Also das kann jeder noch Richtig. lernen. Aber am Anfang, die ganzen Farm-Dungeons, sage ich mal, und die ganzen täglichen Dungeons, die du machst, die sind ziemlich am Anfang vielleicht ein bisschen schwieriger, aber wenn man sobald die ganzen Mechaniken mal durchblickt hat, dann geht das schon sehr schnell. Und mit dem Gear Progress fühlt man sich dann auch viel stärker. Also anders als bei Lost Ark, auch wenn du ein Gear Progress hattest, so ein per se ein bisschen, ja. Argos war immer noch dann, hat dich immer noch one-shotted, wenn du falschen Fehler gemacht hast und so weiter. Und Ja, hier, ist ja da auch. genau, also unser erster Run lief einfach
als es gut lief, ja, eine halbe Stunde, da haben wir auch keine Fehler gemacht, sind durchgelaufen mit unserem Equip. Aber später, als wir dann irgendwann ein, zwei Monate später, eineinhalb Monat später halt unser ganzes Equip hatten, war so ein Speedrun dann 10 Minuten. Also genau. Ah, okay. Und ich würde es jetzt auch... Ne, bitte? Ja. Ich würde es auch so vergleichen, die... Es gibt ja später quasi, wenn man im Max-Level ist, 6 Dungeons quasi. Wie Klein sagt, am Anfang sind die schon ein bisschen herausfordernd. Wenn man das Equip da mit der Zeit aufbaut, dann geht's locker flockig. Kann man vielleicht sehr gut mit den Wächter-Raids in Lost Ark vergleichen, würde ich mal sagen, die man auch quasi jeden Tag macht, ungefähr. Und jetzt vor ein paar Wochen kam ja ein neuer Release, wo die Bosse richtig, richtig schwerer geworden sind. Das wäre so Argos-Waldhan-Level. Genau, okay, das also ist ungefähr. Ja, aber so das ist schon. Okay, das ist aber noch soweit gut machbar. Weil wenn wir jetzt schon dabei sind, weil ihr es auch meintet, wie farmt man denn Equipment oder beziehungsweise wie läuft denn das Ganze? Weil es gibt es da wieder so wie in Lost Ark so Daily Quests oder Daily Dungeons, dass ich mich so einmal pro Tag muss ich mich mehr oder weniger schon einloggen, weil ich möchte ja X und X haben. Oder wie sieht das aus? Ja, also es gibt ja Dailies, ja, die gehen in 15 bis 20 Minuten, wenn man schnell ist. Alle? Okay. Also, ja, es gibt... Ja. Warte. Es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Ihr müsst das ein bisschen positiver verkaufen, ne? Weil die Leute sollen das ja spielen, ey. Ja, eigentlich schon. Also die Dailies, die sagen wir mal, die täglichen... Zählen wir mal erstmal auf, genau, was es für Dailies gibt. Genau. Es gibt solche Aufgaben, 15 Aufgaben, da heißt es, sammle dies, töte das, das geht super schnell. Also genau, wenn du richtig schnell bist, 5 bis 10 Minuten. Ja. Vor allem, wenn du dann in der Gruppe unterwegs bist, nehmen halt alle immer das Gleiche an, beziehungsweise versuchen alle ungefähr das Gleiche im gleichen Gebiet anzunehmen und das wird dann halt wirklich geteilt. Tötet irgendein Freund von dir 30 Meter, 40 Meter weiter neben dir irgendwas, dann kriegst du das Monster auch und es geht dann super, super schnell. Okay. Genau, Contract Quests heißen die. Mhm, genau. Am Anfang war es 15, jetzt sind es nur noch 10 geworden, haben sie wirklich verringert, weil anscheinend war schon ein bisschen zeitintensiver für die meisten Spieler. Mhm. Genau. Sammelt sich auch an, das heißt, ihr verliert das nicht, wenn ihr mal ein oder zwei Tage offline geht, so wie bei Lost Ark. Bei Lost Ark war es ja so, ihr habt 50% verloren, verliert ihr bei okay, das ist aber sehr cool, weil dann hast du nicht diesen Daily-Login-Zwang, ohne dass du so praktisch die Angst hast, fuck, wenn ich heute nicht einlogge, habe ich nur mehr, so wie bei Lost Ark halt die Hälfte, war eh schon gut, dass es halt nicht ganz weg ist, aber dann hast du das, okay. Ist es so ein Twin-System wie in Lost Ark, dass du dann sagst, du brauchst 4 Klassen, um auf einen Materialien zu pushen, weil das hat mich ehrlich gesagt auch nicht so abgeholt in Lost Ark. Eine Klasse reicht. Genau, dadurch, dass wir ja diese Waffen als Klasse haben und du die im Kampfsystem ja tauschen kannst, wie vorher schon erwähnt, brauchst du eigentlich nur einen einzigen Charakter. Klar, kannst noch einen zweiten Charakter machen, um halt noch ein bisschen nebenher was zu farmen. Aber ich sag jetzt mal, anders als bei Lost Ark, finde ich persönlich, lohnt sich der zweite Charakter nicht. Okay. Mhm. Also es lohnt sich zu einem Punkt, können wir vielleicht später nochmal bequatschen. Also das geht um Gildenbosse und Equip-Drops da, durch denen. Dafür machen sich die meisten zweiten Charakter, ist aber gar nicht wirklich unbedingt notwendig. Habe ich jetzt auch nicht gemacht. Fand ich jetzt nicht so, wie sagt man, dass da Mehrwert da ist quasi. Okay. Ja. Intensiv, ja. Das konnte man, okay, ja, das klingt schon mal ganz gut. Also dann hatte ich auf der einen Seite diese Quests und dann gibt es noch Dungeons oder wie, die man so laufen kann. Genau. Zurück kurz zu den Dailies, das, was Glenn gesagt hat, kann man machen. Dann gibt es noch jeden Tag 3 Dungeons Entry, die man bekommt. Das kann auch bis zu 5 Tage gestackt werden, glaube ich. Genau. 5 Tage hintereinander. Also es gibt natürlich ein Cap, wann eine bestimmte Anzahl oder Punkte erreicht ist. Und also ihr bekommt immer Punkte und mit den Punkten könnt ihr in die Dungeons rein. Und ich sage jetzt mal ganz kurz, damit ihr ungefähr ein Gefühl davon bekommt. Jeden Tag bekommt ihr 900 Punkte. Mhm.
Und 4.500 ist Maximum. Genau. Und 300 kostet ein Dungeon Entry, wenn man in den Dungeon reingeht und dann beim Endboss eine Kiste lootet. Dann verliert man 300 Punkte. Also, genau, nochmal zu der Frage zurück: Wie farmt man es equipped? Dafür sind diese Dungeons da. Man läuft da durch. Es gibt einen Endboss. Die Endbosse machen auch richtig viel Spaß mit coolen Mechaniken und so weiter. Und ihr habt quasi bei jedem Dungeon, bei jedem Endboss eine gewisse Chance, gewisse Waffen oder Rüstungsteile zu droppen oder eine Waffenkiste gibt es. Ich glaube, wir haben vielleicht vorhin vergessen zu sagen, was es für alles für Waffen gibt. Also, wenn man eine Waffenkiste droppt, hat man eine Chance, da ein Schild und Schwert rauszuholen. Großschwert gibt es, also Dagger, Dolche, gibt es einen Bogen klassisch, Magierstab und ein Zauberbuch. Genau, das Zauberbuch ist quasi. Armbrust. Ach, Armbrust auch noch, das sind sieben. Ah ja, Okay, aber ist es, hab die gibt's eine siebte Art vergessen. Ja, Smart, sieben Waffen. gibt's eine Art Smart Loot oder droppt immer alles? Weil, also wenn ich jetzt einmal als, weil du jetzt im Hintergrund sieht man es, Schwert und Shield. Wenn ich jetzt mit Schwert und Shield, mit dieser Waffengattung die Kiste öffne, habe ich eine höhere Chance auf Schwert und Shield oder einfach random? Und kann Nee, ich die die Waffen Items sind. traden? Genau. Also es gibt bestimmte Loot-Muster Ja. pro Dungeon. Also wenn du zum Beispiel in den Dungeon reingehst, dann droppt er einen bestimmten Ring, bestimmte Hose Ah, oder die Loot Waffe. Tables. Genau, Okay. Loot Table. Genau. Die Waffenkiste, da kannst du eine Waffe auswählen. Das heißt, Ah, das ist okay, das das ist aber cool, wenn ich dann durch bin. Ich muss jetzt eine Frage, also ich muss euch öfter unterbrechen, weil der Chat natürlich auch Alles fragt. gut, gerne. Die eine Frage, kann man auch alles alleine spielen oder sind, also ich meine die Quests wahrscheinlich schon, aber sind Dungeons immer in der Gruppe? Dungeons sind immer in der Gruppe. Also es fällt mir auch, ich überlege kurz, alleine gar nicht machbar. Ist alleine, Die also habe ich auch nicht alleine ist nicht NPCs, machbar. die mit mir mitlaufen. Ich muss immer mit anderen Menschen spielen oder mit Ja, anderen Leuten. ich sag's mal zum Beispiel, erste Dungeon. Vielleicht kurz ein kleiner Spoiler, den vielleicht einige wieder vergessen werden. Der Endboss hat zum Beispiel eine spezielle Mechanik, wo er einen Bereich spawnt und da müssen alle sechs Spieler rein, um sich den Schaden aufzuteilen. Wenn man nur alleine spielt, dann ist man da instant tot. Quasi. Okay. Ja. Aber könnte ich den Dungeon alleine betreten und starten? Das geht's, ja. Das geht. Das Achso, es ist nur funktioniert. die Frage, ob ich es dann schaffe. Oder halt zumindest zu zweit, weil was, ich weiß nicht, im Hintergrund sehen wir, glaube ich, einen Raid von euch da mit diesem Dingstitel. Das Ja, war klar. genau dieser Level 40. Nee, ist Genau. Level 40 Dungeon. Also Das 6 ist Mann. der Manticore-Raid, ne? Ja. Genau, ja, Okay. genau. Also, wie ist, also Der in der Dungeon, Gruppe, Dungeon ist zu viert und Raid ist zu sechst, oder wie? ja. Nee. Es gibt nur ein Sechser-Dungeon. Es gibt noch keine Raids. Mhm. Raids werden dann irgendwann zu 10. oder zu 12. ausgetragen, aber das kommt, glaube ich, erst in der Zukunft. Also, das heißt, ich brauche für die normale Dungeon schon 5 Mitspieler. Ja. Okay, weil gibt es da ein gutes Gruppensuchtool oder wie ist da? Ich meine, es ist ein MMO jetzt, ne? Aber ich muss jetzt blöd nachfragen. Also, wie schwer ist es denn da was zu finden oder muss ich mich einer Gilde anschließen? Von unserer Erfahrung her, solange der Server nicht tot ist, natürlich, ja, denke ich, findet man schon sehr leicht Gruppen und kommt mit. Aber Ja. Gilden haben einfach, also eine Community an sich hilft halt untereinander und dementsprechend kann man auch besser Lücken füllen. Aber wir hatten überhaupt gar keine Probleme in den ersten 3 Monaten, 4 Monaten, 2 bis 3 Monaten. Gruppen zusammenzustellen, ja. Also, aber das ist ja auch, wir sind auch Streamer gewesen und du kennst es selber, Jesse, du hast nie Probleme eigentlich, Ich irgendjemanden kenne zu das finden, gar der nicht. Also mitlaufen meine Community hilft mir nicht. Da kann. möchte keiner. Ich habe keine Ahnung, von was er redet. Ja. Ich kriege auch nie was geschenkt oder so. Nee, okay, aber also im Prinzip ist das dann so, also wenn man dazu committet, dann ist es wahrscheinlich sehr einfach auch hilfreich, sich einer Gilde oder so anzuschließen für diesen ganzen Gruppencontent und sagt, hey, habt ihr Bock jetzt daily, mach mal die drei Dungeons, man läuft mit der gleichen Gruppe schnell die drei Dungeons durch und dann ist das Ding fertig, okay. Aber gibt es jetzt ein Genau. Ja, eine. Gruppensuchtool? Also, oder Ja, gibt es? Okay. es gibt Es seit dem kommt, es kommt. neuesten Update. Ja, sorry, ja. Ach so, ja, es gibt ein automatisches, oder Ja, was? genau. Mit dem neuen Ah. Gruppensuchtool gibt es jetzt einen automatischen Button, natürlich. Ja, du drückst da auf den, so wie im Lost Ark oder anderen MMOs, kennt Ja, wie jeder bei auf den WoW Knopf. zum Beispiel. Genau.
Wähle ich meine Genau. Rolle aus? Gibt es klassische Rollen? Das hätte man mal fragen sollen. Gibt es wen, der heilt, wen, der tankt? Ja, Okay, das brauche ich gibt's. das auch für die Dungeons? Also muss irgendwer tanken? Am Anfang nicht, aber jetzt mit dem mittlerweile schweren Dungeon ja. Am Anfang Am kann man wirklich Anfang auch. schon, ganz am Anfang, wenn man so den Dungeon zum ersten Mal betritt oder die ersten 10 Male, würde ich mal sagen, ja. Aber irgendwann, wie gesagt, wenn du dein Equip wirklich aufbaust und irgendwann ein bisschen stärker bist, dann brauchst du keinen Tank unbedingt und auch nicht immer unbedingt einen Healer. Okay. Richtig, Es ja. gab zum Beispiel auch Boss, wo 6 Bogies den zum Beispiel gelegt haben und so weiter. Genau. Okay, ja, das wird dann mit besserem Gear wahrscheinlich dann auch einfacher. Aber prinzipiell wäre natürlich die Frage, möchte ich das haben oder nicht? Ich habe da noch eine Frage. Auf der rechten Seite läuft ein Timer runter. Sind die Dungeons, müssen in einer gewissen Zeit gemacht werden? Nee, wo ist Großen ein Timer? Timer. Dungeons, nein. Da steht doch rechts der Nest. Oder ist das ein Event im Dungeon? Das ist ein Event, das ist ein Event hier im Ah, Dungeon. ja. Mh. Das ist Ah, ein Event okay. im Dungeon. Okay. Aber nein, also es gibt keinen Timer. Es gibt nur einen unsichtbaren Timer beim Boss. Wenn man den zu lange, sage ich jetzt mal, also für den zu lange braucht, geht der in den Soft Rage, Enrage. geht er in Rage, genau, und Okay, und one-hittet mäht dann dann alle alle. weg. Das ist so ein Richtig. DPS-Checker, ne? Falls die Leute zu Ja. viel rumblödeln oder so, dann, okay. Genau. Und der Wir, was, Damage fehlt, genau. genau, was habt ihr denn so für eine Erfahrung mit der Community gemacht? Weil ganz ehrlich, wenn man bei WoW wieder einsteigt, ne, dann heißt es so Raider.io, Score, blibla, blub, Achievements und. Sind die Leute, waren die eher nett? Waren die offen? Weil das Spiel ist ja relativ neu, also ist ja erst 3 Monate draußen. Oder ist dieses klassische MMO, ja, wir sind die Besten, wir erwarten X DPS, Meter-Check und. Ich Oder. glaube, das kommt dann, kann's, also da gibt es weder schlecht noch gut. Da, also ich würde lügen, wenn ich sagen, oh, die Community ist mega untoxisch. Ich glaube, es liegt einfach dann wirklich an der Community selbst dran, was sie aus dem Server macht. So wie bei Lost Ark war das ja so, da war die Community ein bisschen toxischer. Und genau, bei New World Throne auch. and Liberty, genau. Genau, bei New World auch. Bei Throne and Liberty hatten wir zumindest, dadurch, dass sich die ganze deutsche Community bei uns oder die europäische Community bei uns auf dem Server etabliert hat, hatten wir eine sehr, sehr angenehme Erfahrung. Aber wenn ich jetzt euch sagen würde, ja, ich verspreche euch, das wird jetzt auch bei Europa so sein, dann es ist halt wirklich ein Community-Game und ich kann halt auch nicht sagen, wird die Community toxisch oder nicht. Ich denke. Aber dadurch, dass natürlich jeder schnell seine Dailies machen will, kann es schon mal zu einem gewissen Punkt immer heißen, okay, wir nehmen dich nur mit, wenn du maximales Gear hast. Ja, Sieht das man im ist. Gruppentool, sieht man da Gearscore und solche Sachen, werden ja diese Informationen mit angezeigt, weil dann wird halt beim Einladen schon sortiert. Nein, sieht man eben nicht, also nicht wie bei Lost Ark, sondern da steht halt nur zum Beispiel im Titel, wir nehmen nur alles, was +6 oder aufwärts ist an Waffen mit. Und dann gehst du Genau. rein und er fragt dich, kannst du mal kurz deine Waffe Ah, okay. verlinken? Und dann verlinkst Ja. du deine Waffe. Ist sie +6 oder höher? Wirst du mitgenommen? Wenn nicht, dann wirst du nicht. Okay, Genau. ja, das ist natürlich auch immer sowas, wie gut das dann ankommt, weil die Spiele leben ja dann auch von der Community auch mit dem Teil. Vielleicht, um mal ein paar Fragen aus dem Chat aufzugreifen, also Release vermutlich Ende Quartal, drittes Quartal, Anfang viertes. Ich weiß nicht, habt ihr Infos, wird sowas wie einen deutschen Server geben, dass man dann sagt, man weiß ja nicht, bei Lost Ark wusste man, da gehen 60.000 Spieler auf einen Server. Vielleicht gibt es sowas wie dann einen zentralen deutschen Server, wo man sich das sammelt, oder ist das alles noch zu weit weg? Weit weg, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, das war jetzt bei den allen MMOs in Ja. der Vergangenheit und auch in der Zukunft so. Die Leute oder die Community suchen sich einen Server aus und ernennen ihn zum deutschen Also, Server ja, zum aber das Problem Beispiel. ist, also ich kann es eben sagen, von Lost Ark und auch von New World, ich wurde dann von Leuten angeschrieben, die um einen Call gebeten haben, um herauszufinden, auf welchen Server ich mit der Community gehe. Oder damals, wir waren ja noch ein paar Streamer mit Tashi, Ares und so, weil dort gehen sie nicht hin. Ja, also wir Ja, hatten genau. wirklich so eine Liste dort, wo die Streamer nicht ziehen mit ihren Communities, weil wir wollen das nicht. Also bei New World war es echt ganz dramatisch, da musstest du den Chat ausblenden, weil da wurdest du überhaupt nur beschimpft, weil du ja den Server geflutet hast mit der Community, aber wenn halt nicht mehr raufgeht, kannst du auch nichts machen. Also deswegen war es so ein bisschen die Frage, aber vielleicht gibt es ja einen offiziellen deutschen Server oder wie auch immer, das werden wir dann sehen. Also ja, also es wären von Amazon.
Denke ich mal, wie in der Vergangenheit natürlich deutsche Server im Frankfurter Raum zentral aufgestellt, damit wir halt einen Ping haben, besseren Ping. Gibt dann halt deutsche Server, aber ich glaube, dementsprechend ist es wirklich so, zu Release ist es dann wieder okay, muss man halt schauen, wo gehen die großen Streamer hin. Dahin wollen wahrscheinlich die meisten nicht. Es sind dann diese Ja, das sogenannten hängt immer ein bisschen, eben Streamer-Server. das hängt halt davon ab, wie viel die Server Genau. halten können. Ne? Wenn die Server stark genug sind, ist das kein Problem, weil dann weißt halt, dass da Party ist und was los ist. Und du brauchst ja hier in dem Fall die Sachen. Also das wird man dann sehen. Okay, aber gehen Genau. wir mal vielleicht ein bisschen auf das Kampfsystem selbst ein. Das ist, Na weil klar. ich habe nämlich bei euch schon gehört, das ist so ein Tap-Target-System. Also kann ich nicht einfach einen Wirbelwind machen und hier rumwirbeln, sondern muss ich mir die Ziele einzeln anvisieren? Oder wie sieht das aus? Nee, nicht zwingend. Das ist schon eine Mischung aus Tap-Targeting und auch Action-Combat ist auch drin. Es Ja, gibt, also ich würde sagen schon, dass 80% der Skills anvisiert werden müssen. 90, 80 bestimmt. 80? Ja, welche Skill Ich kann kann mich denn zum erinnern, es Beispiel, gibt, was, wie welche gesagt, Skill wie zum kann ich Beispiel, zum wie Beispiel Chessy nicht? meinte gerade, den Wirbelwind, den kannst du ja Genau. frei, damit kannst du ja Genau. frei dich herumbewegen und so Genau, weiter. genau, genau. Einer von den 10 Skills tatsächlich, glaube ich, von mir, die ich frei benutzen hätte können. Ansonsten kann ich zum Beispiel nicht in die Luft schlagen oder einfach in die Luft Auto-Attack. Also es ist kein Hack and Slay auf jeden Fall, sondern ich würde sagen, es ist 80% Tap-Targeting mit ein bisschen, aber Fu kann auch gleich dazu erzählen, wie er aus seiner Sicht sieht, mit ein bisschen Action-Combat. Also es gibt ein paar Skills, die kann man schon irgendwie in die Luft reinhauen. Genau. Aber das meiste ist, ich würde Muss man sagen, anvisieren. gleich mit genau, Final Fantasy 80, XIV. aber ja, doch 80%, wenn ich jetzt mich nochmal zurückerinnere, trifft es eigentlich schon gut. Oder sogar 17? Weil es gibt schon. Ja, ich glaube, jede Klasse hat so zwei, sogar auch drei Ja, es geht, was Skills. der um Single Target versus Multitarget. Und wenn du so wie Wirbel hast, dann triffst du halt Ja. mehrere Target, weil das, also es geht nicht um im Speziellen um den Skill, der in die Luft geht oder so, sondern einfach hat jede Klasse die Möglichkeit oder beziehungsweise Klassen gibt es ja nicht, gibt es bei jeder Waffe die Möglichkeit, Multitarget zu machen, dass man eben alles zusammenpult Ja, klar. und dann noch ein Zum bisschen Single. Beispiel, ja, zum Definitiv. Beispiel Meteor beim Magier kannst du ja auch quasi, du bekommst quasi ein Feld angezeigt quasi auf dem Boden und kannst den da auch quasi frei drauf fokussieren und dorthin zielen. Also es gibt auch Skills, die wirklich frei einsetzbar sind. Aber wie Clayton sagt schon, so 70 bis 80% brauchen ein Target, zum Beispiel besonders bei Single-Angriffen. Wenn du wirklich einen Superpfeil auf jemanden schießt oder einen Blitz auf jemanden schießt, musst du jemanden anvisieren, ansonsten geht das nicht. Aber du bist auch sehr, sehr frei agierbar. Das heißt, Blocken und Dodgen gibt es in dem Spiel. Genau. Es gibt gewisse, ich glaube, jetzt da, beim neuesten Update gibt es bestimmte Mechaniken, die du blocken musst oder Mechaniken, wo du wirklich ausweichen musst, sonst erleidest du viel Schaden oder bist sogar One-Hit bei krassen Bossen. Also viel Action-Elemente haben wir auch dabei. Was richtig cool ist, ist jetzt nicht wirklich so statisch, wie man es von früher kennt. Ja, Das sind ich habe wirklich zum dynamische Beispiel. Kämpfe. Ja, Okay. also bei den Bossen vor allem sehr dynamische Kämpfe, ja. Okay, wird man mit den Skills überladen? Weil wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ich sehe jetzt gerade eure Skillleiste, die ist halt auch schon wieder zweistöckig, ne? Oder habe ich da noch einen guten Überblick, sage ich mal? Nee, komplett einen guten Überblick. Also du Geht, hast oder? deine 10 Skills, Okay. ja, mit deinen Waffen. Es sei denn natürlich, du fängst an mit drei oder vier Waffen zu spielen, aber das ist auch nur zu einem gewissen Rahmen machbar oder sinnvoll, sage ich jetzt mal, weil du verlierst ja auch wieder viel Zeit, deine Waffen zu wechseln. Wenn du zwei Waffen, also das muss man sich vorstellen, wenn du zwei Waffen an hast, dann ist es mit einem Knopfdruck oder beziehungsweise mit dem Knopfdruck auf dem Skill der anderen Waffe wechselst du sofort zu der. Ja, Ah, das okay, heißt ja. super dynamisch, super flüssig, fühlt sich gut an. Auf Falls du jeden dann Fall. eine dritte, vierte Waffe spielst, musst du erstmal kurz raus, aus deinem Inventar mit einem schnell Ah, deine okay. Waffe wechseln wirklich und dann hast du erst deine Skills
Okay, dann die du dann wechseln die vielleicht Skills mit und also nicht immer. nicht immer, Also okay. oben, ja, oben rechts siehst du ja zum Beispiel die Tränkeleiste, da kannst du die Waffen auch reinziehen. Man kann da auch geschickt quasi auf eine dritte Waffe schnell wechseln. Zum Beispiel habe ich am Anfang auch eine Healer-Klasse gespielt. Irgendwann wollte ich dann auf Damage-Dealer umsteigen. Ich habe dann quasi Bogenstab gespielt. Und ab und zu, manchmal, wenn ich merke, oh, mein Leben, ich sterbe gleich, drücke ich kurz auf F3, um mein Zauberbuch reinzuholen, heile mich schnell hoch und dann wechsle ich quasi wieder zurück. Also Genau. sowas ist auch möglich auf die Schnelle. Genau. Okay, Aber aber prinzipiell zwei Waffen ist easier, oder? Weil dann kannst du schön gemütlich durchrotieren und so ähnlich wie es auch bei New World eben. ist, dann hast du den Fokus und gut ist. Das ist, Genau. klingt sehr vernünftig, ja. Für, Genau. könnt ihr was zum Leveln sagen? Ich sehe hier oben in der Ecke Level 45. Was ist Max-Level? Wie ist der Level-Part? Wie hat sich das Leveln angefühlt? Max Level ist Level 50 und das Leveln ist, glaube Moment, ich, ihr habt doch gerade. 300, 400 Stunden gespielt. Warum bist du nur 45? Ach, das war noch ein Video. Ja, da muss man jetzt mal nachfragen. Das war noch ein Video, zwei Wochen nachdem der Okay. koreanische Server gestartet hat, sozusagen. Um einfach nur kurz mal die Dungeons auszutesten. Ja, was ich wollte Aber mal ja. nachfragen, nicht, dass so ist, wenn du stirbst, dass du dann XP verlierst oder Nein. sonst der wilde Geschichte. Okay. Doch, stirbt, verliert man. Was, echt jetzt? Man Echt? verliert, aber man kann kein Level verlieren. Man kann, ja, aber es Ja. ist also wie in Path of Exile, dass du praktisch, wenn du jetzt einmal auf Stufe 45 50% hast und du stirbst, dann verlierst du was 10% vom Level. Ja, 6% ungefähr. Und stirbst du dann Ja. 10-mal hintereinander, Ist alles hast du weg. dann minus 10%. Du hast tatsächlich Ja. 0%, Nein, was, du sondern kannst minus 10. Minusprozente, Ja, dann muss ich ja. erst wieder auf Null spielen. Ja, Nee, Fu war bei minus 40 oder sowas. Alter, Also Junge. Ja. man kann sich die XP zurückkaufen. Das Richtig. ist, aber es kostet Geld und es ist nicht wenig Geld gewesen, also Ja. wenig Gold. Das war schon, was mich ein bisschen gestört hat in dem Spiel. Aber ich bin halt durch PvP und so weiter so oft schon. Oder ja, ich Was, durch bin auch, was bei mir PvP immer. stirbst du, dann kriegst du Minus Ja, XP. Alter, ja, was ist denn das für ein ja. Spiel? Das Ja, ist aber, okay. das ist wirklich heftig gewesen, ja. Das ist heftig. Oder es gibt ja, man kann ja an dem Game auch fliegen oder gleiten und manchmal wegen den Serverproblemen bin ich abgestürzt und auch so oft gestorben und habe so viel XP verloren dadurch. Aber ist das irgendwo Ja, das. gecapped bei Negativ-XP oder geht es einfach immer weiter und Weiß weiter? Okay. Ja, das muss für Europa ich unbedingt angepasst werden. Da sollten es lieber bei null bleiben. Weil wenn nicht. wer Ja, einloggt und ich. der sieht, ich bin Level 40 mit minus 70% XP, dann muss ich ja zwei Level machen. Das ist ja mega heftig. Wie lange hat denn das so gedauert? Was kann ich mir denn da vorstellen für so ein Level-Up? Also 20 Spielstunden insgesamt, würde ich sagen, 20 bis 25 für den Durchschnittsspieler und du bist Level Wenn du 0 von 50. durchrushst, wenn du komplett durchrushst von 1 bis 50, meinst du, Nein, oder? nein. Von 0 bis Level 50 brauchst du 20 bis 25 Spielstunden. Also, Also das bedeutet Spielstunden. Spielstunden, das heißt Ja. 25 Stunden in dem Spiel selber. Ja. Ja, das würde, Okay. glaube ich, sagen. Das geht super schnell eigentlich. Die Probleme, die wir gerade aufgezählt haben, da waren wir schon längst Max-Level. Und das cappt ja dann bei 99%. Nur Fu hat es halt nicht geschafft, über 20% zu kommen, weil er die ersten paar Male dauerhaft gestorben ist im PvP und dann Ja, okay, eben Mann, das ist aber, das sind halt schon so aber Punkte, ne? Da muss man ein bisschen ein Auge drauf haben, das sollen die Leute halt wissen, weil dann gehst du halt vorm Level Up nicht PvP machen. Dann sind es so Beispiel genau. Sachen. Ich habe auch gesehen, das ist so eine Eigenheit in Throne of Liberty. Du verwandelst dich in ein Tier zum Reißen, oder? Es gibt jetzt keine Mounts oder so, sondern du bist dann Yes. ein Vogel oder keine Ahnung was. Okay. Genau. Genau. Also es gibt Skins. Und du verwandelst dich selber in einen Mount oder in ein Tier. Da bist du ein bisschen schneller, 40%, 30% schneller, als wenn du laufen würdest. Und ja, genau. Und Fliegen gibt es dann halt auch. Und wie Funk gemeint hat, weil wir Korea VPN gespielt haben, gab es halt so Latenzen. Und dann hängst du manchmal so in der Luft. Kennst du ja. Und dann, wenn das passiert, dann ist es so im System, du fällst einfach runter. Wie so ein Stein fällst du runter. Ah, bist Und dann dann. tot. Genau, und bei Throne and Liberty ist es wirklich so, gefühlt springst du nur 5 Meter runter und das macht schon mal 80% von deinem Leben weg. Das heißt, aus jeder erdenklichen höheren Lage, wenn du so einen Bug hast, bist du halt tot und ja, das zählt dann Ja. auch zu deinem Minus.
XP. Ah, okay, Das hat ja, das das sind. richtig übel. Ich finde das richtig gut, dass bei Null nicht Schluss ist, sondern dass es weiter in den negativen Bereich zieht. Und da musst du echt mal so sagen: Hey, möchtest du heute ein Level-Up machen? Nein, ich muss jetzt die Fehler von gestern ausgleichen und ich muss heute mal 3 Stunden leveln, um auf Null zu sein. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich so richtig. Vor allem, wenn du. Ist es Open BVB oder ist BVB in speziellen Gebieten? Speziellen Gebieten nur. Spezielle Gebiete, Okay, ja. nicht, weil sonst könntest du die Leute noch abcampen, damit sie ja nicht weiterkommen. Ja, Okay. genau. Aber was bringt der BVB dann? Bessere Ausrüstung oder just for fun? Bessere Oh. Belohnungen. Also Ja. es gibt, kannst du dich noch daran erinnern, am Anfang des Ja. Streams mit den Events, was wir dir erklärt haben? Genau, es gibt dann auch PvP-Events, wo individuell diese Events, wie man sie kennt, stattfinden. Nur in diesem Gebiet ist PvP erlaubt und heißt so gut wie Last Man Standing. Und der halt natürlich dann das geschafft hat oder erster Platz erreicht, der kriegt mehr als normalerweise ein PvE-Event Ah, in okay. diesem Event Gewinner, drin. ja. Genau. Also Okay. die PvP-Events werden schon ein bisschen besser belohnt als PvE-Events. Sagen Okay. wir mal Aber ist auch ganz schwerer. genau, um einfach eine Vorstellung euch zu geben, bei PvE, bei dem Event, wenn ihr erster Platz seid oder in den Top 10 seid, kriegt ihr 10 Goldstücke, aber wenn es PvP-Event ist, kriegt ihr 20. Also Ah, okay. immer so 50 bis doppelt so viel. Ja, Ja, ist okay. da. Vielleicht kurz ein Bild. Es gibt zum Beispiel ein Wüstengebiet. Das ist normalerweise immer frei. Dann gibt es eine Stunde. Jetzt hier zum Beispiel nächste Stunde ist jetzt ein PvP-Event in diesem Wüstengebiet. Man muss quasi hier die ganzen Kobras und so weiter erledigen, so viele wie möglich killen, um ihre Drops zu bekommen. Und der am Ende des Events die meisten Drops von der Kobra hat, der bekommt die Platz 1 Belohnungen. So, in der nächsten Stunde ist im Wüstengebiet wieder ein Event, aber diesmal ein PvP-Event. Dasselbe quasi. Jeder Spieler geht dahin, um die Kobras zu hauen, um ihre Drops zu bekommen. Aber die Spieler können sich auch gegenseitig töten und sich die Drops auch gegenseitig stehlen quasi. Und ja, und dort, das ist halt schon ein bisschen ekliger, herausfordernder, wie man es nennen mag. Genau, also da müsst ihr ganz vorsichtig sein, wenn ihr euch in der stillen Ecke hinten beim Event da eure 3 Kobras in einer Stunde killt und dann denkt, okay, ich habe jetzt mitgemacht, ich laufe jetzt zum Händler und gebe die ab. Also böse Überraschungen erwarten euch, ja. Da gibt es Ah, okay, wirklich. was die Ja. Leute beim Händler campen, ne? Ja, genau. Das ist der klassische Fall. Das Das. heißt, wenn ihr wirklich nicht PvP machen wollt, und das ist Massen-PvP, ja, da ist es so, am Anfang vielleicht, am Anfang war es ganz lustig, da hat jeder individuell das gespielt. Puh, und ich auch so. Ja, hey. Und sie hat gegeben, good luck, ja. Wenn was ist, helfen wir uns natürlich, aber jeder versucht so ein bisschen. Aber dann, Woche für Woche, bilden sich Gruppen und dann sind wirklich die PvP-Events nur noch gruppenbasiert. Also da hast du als Ja, Alleinstehender auch das ist gar keine heftig. Chance. Ah, okay, dann wird da zu Außer hart. du bist ein Assassine, sammelst die Teile in der Ecke, schleichst dich unsichtbar zum Händler und gibst sie ab. Genau, zum Okay, dann Beispiel. kannst du das noch machen. Ja. Wie würdet ihr so grafisch einschätzen? Wo seht ihr es da? Ist es eine super, super gute Grafik, so Lost Ark-mäßig und auch von den Effektgewitter her, von den ganzen, weil man sieht hier auch bei den Kämpfen, da leuchtet ja immer alles. Die Schadenszahlen sind nicht so hoch. Das finde ich mal richtig gut, dass nicht gleich alles in den Millionenbereich geht. Aber wo ist so eure Einschätzung so grafisch? Grafisch top. Ja, Fu Also. kann dann, der ist mehr ästhetisch. Also, wenn ich jetzt mit Lost Ark vergleiche, ich würde es auf demselben Aspekt stellen. Also, ich war schon sehr von der Grafik begeistert. Es kommt auch immer drauf an. Ich glaube, Throne Liberty ist auch ein bisschen performant, ne, was das angeht. Ich hatte ja zum Beispiel auch nur eine Grafikkarte, welche hatte ich 2070, glaube ich, früher gehabt. Jetzt habe ich mir jetzt eine 4080er geholt. 4080 super. Und als ich früher noch die 2070 hatte, musste ich das meiste auch auf Low noch spielen. Low bis Mid, damit es flüssig läuft, auch bei mir, dass es auch anständig laufen kann. Besonders wenn es dann zu Massenschlachten kommt oder sowas, dann musst du komplett alles runterschrauben. Aber ich sag mal jetzt im Normalfall auch Low bis Mid. Es war
aber für den Aspekt auch noch sehr gut. Aber wenn du jetzt mal auf High spielst oder auf Episch, das ist einfach ein Traum dann. Ich glaube, das ist sogar besser als Lost Ark, ne? Wenn du auf der Qualität spielst. Ja. Genau. Das Video gerade, was im Hintergrund läuft, das ist so Medium-Low. Ah, okay, also da geht noch einiges grafisch dann. Da geht noch einiges, also die Kanten können noch weiter geklettet werden und so weiter. Ja, ist immer ein bisschen auch die Frage so von dem her, wenn man schon so ein MMO spielt mit den mächtigen Effekten, dann soll das alles auch super bunt leuchten. Zur Charaktererstellung her, wie viele Millionen Möglichkeiten habe ich? Kann ich sehr viel individualisieren? Oder wie sieht das aus? Oder ist das alles vorgefertigt bei den Charakteren? Also wenn ich meinen Char erstelle, kann ich da alles Mögliche einstellen von Augenfarbe, Haarfarbe, Gesichtskonturen? Mhm. Okay, also was man so gewohnt ist. Genau, ja. Genau. Ich glaub, du hast eine Stunde, ein bis zwei Stunden in deinem Charakter gesessen. Ja, also da gab es schon sehr viel. Ich kann mich jetzt nicht mal an alle Details erinnern, aber ich glaube, es war bei Lost Ark, ne? Also es war jetzt nicht wenig. Du konntest da wirklich viel, viel herumformen, würde ich mal sagen. Genau. Okay, weil ich nämlich jetzt hier im Hintergrund gerade sehe, erster Miniboss, was sind der Minibosse? Achso, sind die auf dem Weg dorthin zum Endboss, musst du ein paar Minibosse töten oder wie? Perfekt, genau. Ah, okay, und die können... Kannst nicht durchrushen. Kannst nicht durchrushen, okay, weil der schaut jetzt nicht so mächtig aus, aber... Oder hattet ihr schon auch ganz gutes Gear? Nee, also das sind wirklich nur kleinere Minibosse, Elitebosse. Die haben kleinere Mechaniken, aber die sind jetzt auch super, super einfach. Das, glaube ich, ist bei Throne Liberty immer so aufgebaut, dass die Minibosse im Gegensatz zu dem Boss eher mickrig erscheinen. Ah, okay. So der Wow-Effekt bei den Bossen, glaube ich, dann, ja. So, der Dings, dann schimmert dann da kommt dann der Fight eben später noch dazu und dann bin ich mal gespannt. Aber wie du es auch siehst, da gerade mit dem HP-Balken da oben, die sind schon beefy, die sind tanky, dauert halt immer so ein bisschen, die zu schlagen, aber eigentlich haben sie nur ein bis zwei kleine Fähigkeiten. Mechaniken. Okay, ist es so ein bisschen mit so einem kleinen Ad-Kampf, dann beschwören sie ein bisschen was, was so klassisch MMO ist, oder? Genau. Das denke ich mal, dass man da auch... Und man muss quasi auch in den perfekten Momenten hier wieder blocken oder ausweichen, ansonsten wird es gestunt und dann so wie du jetzt gerade, oder? Ah, okay, ja. Ja, genau, okay. Wie ich es nicht gemacht habe. Wie man, sehr schön, dass du es nicht gemacht hast, damit man mal sieht, wie man es nicht machen soll. Ja, das muss als Tank. Als Tank, ja, genau. So als Tank mal gestunt wird. Dann gibt es, weil du jetzt gerade Tank sagst, gibt es da ein Agro-Table, dass man praktisch sagt, der greift den an, oder wie das aussieht? Nee, ich weiß nicht, ob es, also natürlich gibt es einen internen, aber es gibt Agro-Skills, ja. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass es einen Agro-Table gibt. Der ist nur nicht sichtbar. Und zum Beispiel der Schild und Schwert hat einige Skills, die halt eine höhere Agro verursachen als der durchschnittliche DPS oder die DPS-Waffe. Okay, ja, weil das ist natürlich dann immer so teilweise nicht ganz unwesentlich, ne, wenn blöd gesagt dann ein Fernkämpfer oder so voll reinholzt und dann läuft er schon weg und dann hast schon die... Haben wir schon oft erlebt. Dann hast du eben schon die ersten oder zwei Probleme. Okay, kann man vielleicht mal ganz kurz auf so eine Itemization oder generell auf die Items, also ich gehe mal davon aus, es gibt die üblichen Rüstungsslot und das eben, wie ihr meintet, ein Waffenslot und die Waffen. Kann ich die Waffen upgraden? Gibt es ein Crafting-System oder muss ich einfach die besseren finden? Es gibt ein Waffensystem, ja. Also, okay, wo fange ich an? Am besten am Anfang. Mit dem wichtigsten, genau. Ja. Ich fange erstmal Waffen leveln, mit dem oder? Wichtigsten auf. Okay. Waffe oder Equipment leveln ist auch RNG. Aber nicht so RNG wie in Lost Ark, aber... Ja, ist besser ertragbar. Sehr, sehr viel angenehmer, aber es gibt auf jeden Fall RNG-Punkte dabei. Ihr müsst es euch so vorstellen, ihr müsst jedes Mal habt ihr, also wenn ihr eure Waffe zum Beispiel von plus 4 auf plus 5 machen wollt, müsst ihr natürlich Futter geben. Und dieses Futter hat immer einen Basiswert von, sagen wir mal, 15%, okay? Und bei 100% schafft ihr es dann, bei 100% zu erreichen, geht die Waffe von plus 4 auf plus 5. Mhm. Super einfach. Wie bei Lost Ark.
Wie bei Lost. Nee. Also Bei ohne Lost den Art kannst du. Random-Faktor, weil du kannst ja einfach draufklicken und dann hast 3% Chance, also hinten raus 3% Chance für ein Upgrade. Nein. Der Upgrade ist wie ein Glas. Du musst es dir wie so ein Glas vorstellen. Du gibst Futter und dann füllt sich das Glas und 20%, 30%, 40%. Und bei 100% ist es, schwappt es über, also kriegst du, Kommst geht in die deine nächste Waffe schon plus Stufe 4 dann. Level up, Level Genau. up. Das heißt, du hast immer garantierten Fortschritt. Ah, Nicht so wie okay. bei Lost Ark, hast du immer gambelst du, bis du irgendwann den Threshold erreicht hast, sondern das ist wie ein Glas, ja. Aber zum Beispiel, ich gebe mal ein ganz simples Beispiel. Du musst 5 Waffensteine hergeben, um 15% Fortschritt zu bekommen. Ne? Du willst ja 100%. So, dieser 15% Fortschritt kann bei 15% bleiben, kann aber auch super lucky sein und du kriegst dann 50%, ja, weil du dreifachen Wert bekommst. Hat dann, glaube ich, so eine 20%ige Chance, super lucky zu sein, oder 10%, 20%, um lucky zu sein, dann kriegst du 30% und so weiter und so fort, ja. Das heißt, wenn du wirklich viel Glück hast, dann verbrauchst du weniger Materialien, ja, aber du hast immer einen, so wie bei Lost Ark, auch eigentlich so ein Fail-Safe. Also, selbst wenn du unlucky bist, verbrauchst du immer die Steine und der Balken füllt sich trotzdem langsam oder langsamer und dementsprechend kannst du dann die Waffe dann auch erhöhen. Okay, also Ja, kurz. gilt das auch für das normale Itemsystem? Also für, das war jetzt anhand der Waffe, ist das bei jedem Slot so? Bei jedem Slot und auch bei den Skills. Skills auch, ja. Ich muss Skills Skills muss man leveln. auch. Ja, damit sie stärker werden und damit sie Zusatzeffekte bekommen. Zum Genau. Beispiel, sag ich mal, beim Zauberbuch gibt es die Basisheilung, da kannst du jemanden einen kleinen Heal geben. Und wenn du es quasi von grün auf blau dann hochstufst, also es gibt die Skills sind meistens, haben eine Farbe, es gibt grün, blau und lila. Zum Beispiel der schwächste, der erste Heal-Skill ist quasi grün und wenn ich den irgendwann auf blau dann hochlevele, kannst du mit dem Skill dann doppelt heilen. Zum Beispiel sowas. Und Okay. der Heal ist stärker. Ja. Also und jeder Skill hat quasi, müssten aufgelevelt werden und gewisse Skills haben Zusatzeffekte. Okay, Und da ist verstehe. es genau das Gleiche. Du hast Futter und ja, genau. Und Und du da hast dann musst du auch halt wieder gucken. eine Chance, dass das hochgeht. Genau. Skills, werden die bei Einsatz gelevelt oder alle, die ich in der Leiste habe? Oder ist das Level per Skill oder wie sieht das aus? Ja, du kannst ja einen Skill aussuchen. Du kriegst Bücher. Und Bücher sind nichts anderes als XP. Und dann kannst du mit diesen XP deine bestimmten Skills aufwerten. Okay, die Frage ist ja Genau. gut aus dem Chat. Kann man die Zusatzskills auswählen? Gibt es das so wie einen Skillbaum oder ist das automatisch? Ja, du kannst dir die Zusatzskills, du kannst alle passiven oder aktiven auswählen, die du zum Beispiel als erstes hochmachen willst. Okay. Also, Also du hat willst man zum einen Beispiel. Einfluss drauf und es gibt zum Beispiel so, ja, keine Ahnung, Schwertschild, mache die und die Richtung für die ersten Levels und dann geht es direkt weiter. Genau. Ah, okay. Und jetzt hier, wenn wir jetzt im Hintergrund sehen, jetzt kommt der dicke Boss. Also der ist schon mal doppelt so groß wie Genau. alles andere. Und jetzt bin ich mal gespannt. Also vom Leben her ist wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger oder so. Was hattet ihr so? Ich glaube, das war der komplette Run mit 30 Minuten was oder so für einen Dungeon. Ist das so eine Durchschnittszeit? Ich glaube, wir haben für den am Anfang 2 Stunden gebraucht oder sowas. Erschreck Ja, doch aber es die war schon. Leute nicht ab. Du kannst ja nicht sagen, dass du für einen Dungeon 2 Stunden brauchst. Warte, aber bei dem Dungeon ist es auch so gewesen, genau. Da spielt Latenz eine ganz wichtige Rolle. Zumindest in Korea war das. Weil da gibt es so solche Seile, da muss man sich so hochziehen. Sieht man Und gleich manche, genau, vielleicht. Ach sieht so, man jetzt ihr gleich. schiebt das jetzt wieder auf den schlechten Ping Ah, raus, schau. ne? Natürlich. Ja, Ja, siehst ja, 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 ja. du. Ja, Aber du, aber du machst es halt nicht, weil du der Tank bist, oder? stimmt. Aber man sieht halt die Leute, diese Seile benutzen und ganz oft stürzen die dann oben ab, weil man zieht sich sozusagen hoch und muss dann runtergleiten, damit man nicht stirbt. Und ziehen sie sich hoch und dann kommt der Lag und dann fallen sie wie so ein Stein runter und sterben. Ganz oft. Kann ich Oder die Leute können. wiederbeleben im Kampf? Nein, kannst du nicht. Nein, das geht Die leider nicht. muss Genau, der die muss man Kampf dann wieder erneut. resettet werden oder wie, ist so wie bei Lost Ark, ne?
Ich mach's, Genau. ich mach's. Schau, siehst du? Okay. Ja, genau. Ja, Da muss da. man sich da hochziehen. Und wie du siehst, muss ich eigentlich fliegen. Genau, und Okay. viele fliegen, können nicht fliegen und fallen dann einfach runter und sterben Dann dann und werden wir scheitern. gewiped, ja. Genau, und dann wird man gewiped. Also es ist schon sehr viel Gruppenspiel zusammen, aber der ist auch einer der schwierigeren Dungeons. Ich kann euch gleich sagen, die einfachen, die ihr machen wollt, die dauern 40 Minuten beim ersten Mal oder halbe Stunde vielleicht. Die sind dann schon ersichtlicher. Vor Okay, allem. ja, was ist, das ist halt so, damit die Leute auch ungefähr wissen, worauf man sich dann halt auch einstellt. Ne? Weil wenn du jetzt sagst, so ein Dungeon dauert zwischen 40 Minuten und 90 Minuten, die müssen ja auch alle Zeit haben, weil du möchtest auch nicht, ich weiß nicht, ob es einen ID-Lock gibt, dass du dann sagst, so bei der Hälfte, jetzt boarden sich zwei Leute raus, weil es ihnen zu lange dauert, ob dann der Dungeon, weil du hast ja schon die Eintrittspunkte gezahlt, ne? Sind die dann natürlich weg. Nee. Also Eintrittspunkte zahlt man erst, wenn man am Schluss die Kiste öffnet. Okay, also Das kann heißt, man man auch kann blöd keine gesagt, nehmen wir Ablocken. mal an, du triffst halt auf fünf nicht ganz so erfahrene Spieler oder sagen wir mal generell, du bist der nicht so erfahrene Spieler oder du musst halt weg oder sonstiges, dann ist im Endeffekt nichts verloren, sondern man kann ja das Ganze nochmal machen. Okay. Ja, also wir hatten tatsächlich schon mal so, wir hatten eine Gruppe, aber alle mussten weg. Und dann ist eine AFK gegangen und ist einfach 3 Stunden in den Dungeon geblieben. Und dann, nachdem 3 Stunden die Leute, also wir waren schon alle beim Boss, wollten nicht noch einmal 20 Minuten sozusagen durch den Dungeon durchlaufen. Und der ist dann einfach AFK gegangen, 2, 3 Stunden, und wir sind dann zurückgekommen. Und dann hat er uns wieder eingeladen, wir waren wieder direkt beim Boss. Kann auch sein, also Okay. gab auch viele, viele Szenarien, wo einfach zum Beispiel jemand weg musste oder AFK gegangen ist oder disconnected ist. Und dann kann man sich auch sofort neue Spieler suchen. Und die können auch alles überspringen. Also es tatsächlich gibt Okay, es sehr öfters so. Ja. spielerfriendly, wenn die dann nachkommen. Gibt es Strafpunkte für die Leute, die rausquitten oder sonstiges? Nope, gar nichts. Ah, da muss man was einführen. Wir müssen die Leute immer punishen, wenn sie dann rausgehen. Eigentlich ja, wie man Eigentlich es ja. kennt, ja. Okay. Aber ich meine ganz ehrlich, wenn die jetzt rausgehen, die Lobbys füllen sich so schnell, wenn du schreibst, nur noch der Boss. Weil man Ah. geht eigentlich nur wegen dem Boss eigentlich Nur rein. wegen der letzten Kiste, oder? Ja, genau, richtig. Und dann füllt sich das sofort schneller als du schauen kannst, haben dich schon 7 Leute angewispert und sagen, hey, lad mich ein. Und dann sind die auch direkt beim Boss und es geht weiter. Okay. Und so, was gefällt euch denn eigentlich so am besten jetzt an Lost Ark? Sind es die Kämpfe? Ist das, gibt es eine Story? Stark. Ich frage einfach mal, gibt es eine Story, weil ich bin der, der alles übersprungen hat. Oder wie sieht's aus? Throne of Liberty, es gibt eine Story. Ich bin jetzt leider auch nicht der Fan, was Ah, Story sehr angeht. sympathisch. Ja, irgendwer muss es ja Naja. auch skippen. Richtig. Escape ist mein bester Freund. Also, Throne of ja. Liberty habe ich auch nicht wirklich eine Story mitbekommen. Es Aber. ist nicht Story-focused. Es gibt schon eine Ja. Story, die ist auch teilweise ganz interessant mal zu sehen. Die Artworks und die Hat Videos auch sind viele cool. coole Cutscenes. Es gab auch Ja, coole Cutscenes und so genau. weiter, ja. Richtig. Auch viele coole Aber. Cutscenes, aber es ist jetzt kein Meisterwerk an klassischer, ja, keine Ahnung, geschichtliche Ah, okay. Das kann man dann sagen und so. Dominanz. Aber was Genau. gefällt euch dann so eben am Spiel? Was hat euch da abgeholt, da reinzuschauen? Ist es das Kämpfen? Ist es generell MMO? Ist es das nicht vorhandene Klassensystem, wenn man einfach nur die Waffe wechselt? Ja, also ich muss ehrlich zugeben, für mich persönlich, also Fu kann ja auch gleich seine Meinung sagen, aber für mich persönlich war es das Waffensystem, das ist super dynamisch. Also ich fand das Kampfsystem schon sehr interessant und ich bin halt immer so ein Challenger. Das heißt, ich mag es eigentlich, wenn Gruppencontent oder Dungeons ziemlich schwer oder schwerer sind. Da ist auch das Erfolgserlebnis besser, wenn man das dann geschafft hat. Und bei Throne Liberty war das auch sehr machbar. Genau. Und generell denke ich, würde ich sagen, ich spiele Throne of Liberty hauptsächlich wegen den Dungeons und dessen Herausforderungen. Also sowas wie Lost Ark. Ja. Genau, bei mir genauso. Was bei mir jetzt am besten, am coolsten hängen geblieben ist, sind wirklich die Bosskämpfe, wie zum Beispiel hier gegen den Manticore. Es gibt ja auch noch 5 andere Bosse, die richtig coole Mechaniken haben. Also das will nicht wirklich nur blindes draufkloppen und so weiter, sondern man muss auch viel strategisch spielen, auch viel im Team auch richtig gut spielen. Ich meine, unser Team hier am Anfang, wie Clayne sagt,
Zwei Stunden haben wir gebraucht, weil unser Team am Anfang noch sehr chaotisch war. Jeder hat ist irgendwie durcheinander gelaufen, jeder hat irgendwas anderes gemacht, aber man hat nicht wirklich zusammengespielt und daran hat es dann gescheitert, aber am Ende ist das Team dann wirklich so zusammengekommen und hat dann zusammen den Boss legen können. Das ist, war richtig cool, also wirklich viel Teamerlebnis. Genau, und die dynamischen Events, die haben mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also ich bin auch, ich mag so dieses Wettbewerbsgefühl so ein bisschen. Und wenn immer diese Events kommen, wo man den ersten Platz oder Top 10 oder so weiter erreichen sollte für gute Belohnungen, das hat mir immer sehr viel Motivation gegeben. Und dann habe ich dort auch quasi so richtig reingesweatet, um da einen guten Platz abzuschließen, also um auch gute Belohnungen zu bekommen. Oh mein Gott, genau, ihr vibet aber jetzt so da nicht in dem Video, oder? Wenn da jetzt schon alle tot sind oder so. Und dann ist es aber, gilt nein. Dieses Minus doch, XP, gilt doch. Das auch in dem Dungeon? Nein. Was im Dungeon passiert, bleibt im Dungeon. Okay, weil ja, ich dachte ja, mir schon, hier stirbt einer, da stirbt einer. Also das wäre dann natürlich schon sehr, sehr bitter, wenn das natürlich auch im Dungeon darauf zugeht. Also das wäre jetzt die Kiste gewesen. Dafür muss ich jetzt die 300 Credits zahlen, oder was ihr da meintet. Ja. Okay, und dann kann ich das hier einfach nehmen, aufwerten und gut ist, ja. Fails and More, ja, habt ihr mit reingeschnitten? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Genau. Okay. Da, hier zum Beispiel. Okay. Da zum Beispiel, das siehst du dann ganz Was ist jetzt gut. Hier passiert? Gleich. Ach. Bist einfach im Gift stehen geblieben. Genau. Und dann noch im Feuer. Das ist zum Beispiel eine Mechanik. Genau, das ist zum Beispiel eine Mechanik. Wollen wir jetzt auch nicht so viel verraten, damit ihr es mal selbst erlebt. Einfach weggeblasen. Genau, richtig. Das war unser erster Run. Auf einmal spuckt der Feuerbälle. Und ich als Tank dachte, mach ich schon. Mhm. Aber mach ich nicht. Wie viele, ihr meintet, es gibt so, was gibt so genau. 5, 6 unterschiedliche Dungeons? Oder wie, was meintet ihr da vorhin so? Also vom, das ist ja dann praktisch das Endgame, oder? Diese Art von Dungeons. Und da gibt es so 5 oder 6 Stück, weil dann hast du im Endeffekt, ich habe eine andere Frage, ich wiederhole die Frage. Muss ich die Dungeon jeden Tag machen oder gibt es da so eine Art Weekly Lockout? Also als Beispiel WoW, hast du so eine ID dann für Raids oder so, dass du dann kein Loot mehr kriegst? Oder kann ich hier wirklich jeden Tag meine Dungeons laufen? Du kannst jeden Tag, also solange du Punkte hast, kannst du, was Loot-Spezifisches angeht, die Kiste looten für, genau, aber du kannst auch, ganz ehrlich, wenn du so viel Spaß am Spiel hast, ohne Punkte in die Dungeons reingehen, rauf und runter und, ja. Ja, es gibt ja auch so Loot, oder? Es gibt, gibt's es auch gibt, so Loot oder gibt's nur in der Kiste Loot? Es gibt auch so Loot, man geht meistens wegen dann dem Gold rein. Okay. Also, das Gold ist das Wichtigste, weil am Anfang fehlt dir so viel Gold. Und jedes Mal, wenn du den Boss zum Beispiel da legst, kriegst du schon eine Stange Gold. Also mit einer kleinen Chance kannst, mit der kleinen Chance kannst du auch beim Boss Schmuck oder sowas droppen. Aber geht das? Sehr gering. Ja, ich habe auch schon nichts gelootet und einen Ring zum Beispiel beim ersten Dungeon bekommen. Ja. Genau, zum Beispiel. Ja. Okay. Aber super, super, super selten. Ja, der Kampf sieht jetzt schon sehr mächtig aus, mal mit der Fähigkeit von oben, wenn praktisch hinten die Hälfte grün ist und die andere Hälfte rot. Also das sieht schon nicht ohne aus. Also die Bosskämpfe, meint ihr, sind so ein bisschen ein Aushängeschild. Wie sieht es denn jetzt mal vom Leveln aus? Wie stelle ich mir das vor? Ich erstelle mir eine Klasse und dann lege ich einfach los, oder wie? Oder spiele dann einfach los, oder was kann ich mir da vorstellen? Genau, du erstellst einen Charakter und dann ein Tutorial gibt dir halt die 7 Waffen, dann wählst du halt eine aus. Ah, okay, also wähle ich, okay. Kann ich da schon, so wie bei Lost Ark, sehe ich da so ein Vorvideo, wie sich was spielt? Wenn ich da jetzt sehe, bei Shield, Schwert und so weiter, oder kann ich das einfach mal... Ich glaube, da gab es keine Videos in-game, ne? Okay. Ja, muss man selber ausprobieren. Ausprobieren oder sich halt vorinformieren. Ja. Mhm. Ja. Oder YouTube gucken. Okay, und dann kann ich, also wenn ich dann eine Waffe habe, bin ich Level 1 und dann gibt es wahrscheinlich so eine kleine Story und Quests und verschiedene Gebiete. Genau, ja. Genau. Das klassische Einführen, die ersten 10, 20 Stunden leveln. Und ich glaube, das fängt dann so alles so mit Level 30, 35 an.
Da kommen dann die ersten Dungeons und die sind noch recht einfach aufgebaut, aber im Prinzip eigentlich Also in der ganz Amnesia, aber konsistent. während der Levelphase brauche ich dann schon Mitspieler, wenn es in die Nee. Dungeons geht. Achso, in Dungeons, Dungeons, ja. ja. Ja, Dungeons, ja. Sind die Aber wie? Dungeons ein Muss? Bin ich sonst gegatet? Also kann ich jetzt praktisch alleine ohne die Dungeons nicht auf Max-Level spielen, wenn ich jetzt sage, ja, es ist zwar ein MMO, aber ich finde das geil und die Grafik und ich möchte lieber alleine spielen und ich lasse die Dungeons aus und mache einfach immer nur meine schönen Daily-Quests und so. Das wird wahrscheinlich. Geht, Geht auch, okay. genau. ja, Dann geht. brauchst du halt dann statt 20 Spielstunden Länger. 24 Spielstunden. Ein paar Stunden mehr. Also Ja, die das, die Dungeons sind jetzt Dungeons, kein Muss in der Story. genau. Die Dungeons bringen dir tatsächlich nicht so viel XP. Eher so der Loot. Aber wie gesagt, die kleinen Dungeons, die kannst du auch überspringen, weil da gibt es halt auch nur diese blauen Sachen, also die vorherigen Sachen. Und die brauchst du wirklich nicht, weil solange du die Story spielst, wird dir eigentlich alles hinterhergeschmissen. Ja, die Okay. Story gibt ja sehr, richtig viel XP, auch am Ende. So von 46, Level 46 spielst du kurz einen Story-Abschnitt und wirst gleich Level 49 oder so. Also das Ah, das sind geht richtig so wie fix. bei New World, oder? Die Hauptquestline, dieser Main-Quest-Strang, der wisst Genau. dich dann so Ja. richtig hochboostet und so. Genau. Genau, ja. Okay, ich habe gesehen, das Spiel gibt es auch jetzt, weil es ja auch in der Testphase ist, auch gleich für Konsolen. Also gibt es auch noch für PlayStation und Xbox. Also wird man dann gleich bei Release mit so einem Crossover, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt schon bei der koreanischen Version auch hattet, Gab's das noch nicht, gab es ne? noch nicht, dass man praktisch mit Leuten auf Konsolen zusammenspielen konnte oder sonstiges, weil das ist natürlich schon ziemlich cool, wenn es praktisch aufgemacht wird und man, wie halt in Diablo 4, dann alle auch irgendwie ein bisschen gemeinsam spielen kann, weil dann hast du auch eine größere Spielerbase, weil so ein MMO lebt ja auch dementsprechend von so einer gewissen großen Spielerbase, sage ich mal. Ja, das Ja, gab. mal gucken, wie das wird. Bin auch gespannt. Mal gucken. Bezüglich Spielerzahlen gibt es gar keine Infos. Gibt's, das ist die wichtigste Frage. Gibt es ein Abo-Modell? Muss ich da monatlich zahlen? Ist das Free-to-Play? Free-to-play. Es ist Genau. Free-to-play. Wir haben ja ganz am Anfang über diese Inhalte, Pay-to-Win-Inhalte gesprochen. Es gibt einen Battle Pass und einen Level Genau. Pass. Den kann man nur mit, also zumindest konnte man in Korea den nur mit Won, koreanische Won, kaufen. Also nicht mit Ingame-Währung sich sozusagen das erspielen, so wie die Skins, sondern da musste man in 10 8 € blechen für den Battle Pass. Der geht dann 2 Monate. Und für Okay. den Level Pass, das sind dann so 20, 30 €. Aber da kriegst du pro Level immer Belohnungen, bis von Level 1 bis Level 15. Okay, Genau. brauche ich den Level Pass oder den Battle Pass? Nein, nein. Battle Pass Brauchst du brauchst du nicht. überhaupt nicht. Also am Anfang waren wir sehr verdutzt, dass der Battle Pass für 8 € ziemlich billig war. Dann haben wir gesehen, verständlich, warum der 8 € kostet, weil der Okay. gar nichts bringt. Also, außer ein vielleicht Skin und Okay. Pet-Skins zum Sammeln. Mhm. Genau, dann haben sich die Koreaner beschwert, so wenig Pay-to-Win, wir wollen mehr haben, wenn wir schon was zahlen. Okay. Genau, und dann haben sie den Battle Pass ein bisschen verstärkt, aber ganz ehrlich. Braucht man jetzt im Endeffekt nicht, ja. Also Genau, es geht froh halt auch mal darf darum, man was der, nicht. wenn du einfach sagst, okay, ich möchte jetzt mal reinschnuppern, ohne gleich mega zu cashen oder sonstiges. Und das sollte er, ich sagte, also ihr wart komplett free to play, weil ihr konntet ja auch nichts zahlen, oder? Also Genau. Ja. hattet ihr eure hunderte Stunden ohne Battle Pass, ohne Leveling Pass, ohne Auktionshaus, sondern habt alles ganz normal erspielt. Genau. Auch das Auktionshaus haben wir auch mit betätigt, aber als Free-to-Play. Wie gesagt, Ah, ihr habt kannst du nur ja richtig reingestellt. genau Genau, und reingestellt dann und wir kriegst du Währung. ja. Ah, verstehe, Sorry, mach du verstehe. kommst. Ja, genau, du stellst eine Sache rein und bekommst dann die Ingame-Währung und mit der Ingame-Währung kannst du dann jedes andere beliebige Zeug kaufen. Waffen, Rüstung, Skins gibt's auch. Ja, Okay, passt dann. okay. Dann machen wir mal gleich ein paar Community-Fragen. Also wenn ihr Fragen habt, wenn ihr da frisch dazugeschalten habt, wir haben uns jetzt hier mal über die Basics des Games unterhalten und eine Frage wäre, fragen wir nach Gildenbossen oder Gilden-Events. Gibt es sowas wie Gilden-Events? Wow, Oh was wäre ja. denn so ein Oh Gilden-Event? ja. Es gibt wöchentlich immer Gildenbosse. Also, um einfach mal wirklich ganz klipp und klar euch zu sagen, Throne and Liberty
ist sehr gildenabhängig. Also schon, es ja. ist schon stark, wie Gilden mit integriert sind. Das bedeutet, seid ihr in einer aktiven Gilde oder beziehungsweise seid ihr in einer guten Gilde, kriegt ihr eigentlich auch viele Vorteile. Zum Beispiel gibt es jede Woche 7 bis 8 Gildenbosse und das sind die Weltenbosse. Ja, das sind die Weltenbosse, aber exklusiv nur für die Gildenmember. Die Gilde. Das, genau, ihr müsst es euch so vorstellen, Weltenbosse, das erste, was euch gleich in den Kopf springt, mega geiler Loot bestimmt, wenn ihr lucky seid. Ist es auch so, die haben gute Sachen und sie haben auch starke Sachen, aber wenn natürlich das, wenn das Event ist und die Weltenbosse spawnen, dann laufen halt tausende Leute dahin und wenn du mal einen Loot bekommst, das ist 1:1000. Und genau, und bei die haben das halt so gemacht, dass diese Weltenbosse auch Gildenbosse sind und die Loot und die droppen genau das gleiche wie der Weltenboss, halt aber nur innerhalb der Gilde. Das heißt, das kann dann, man dann handeln? Das kann man kann dann auch handeln. Ja. Hattet ihr dann in der Gilde so eine Art DKB-System oder so, was man früher kennt? Weil wer definiert denn, wer welches Item kriegt, ne? Mhm, genau, also wir waren in der deutschen Gilde, die jetzt ein bisschen mehr Free-to-Play war und nur ausprobieren wollte. Casual, das bedeutet, ja, hey, gang und gäbe, hey, du brauchst, ich brauch's nicht, nimm du. Gab jetzt auch nicht viel Drama, aber genau, wenn ihr dann wahrscheinlich, oder wenn man das gescheit macht, dann gibt's ein DKP-System, jeder kann seine Punkte dann erfarmen, beziehungsweise ja, erspielen und dann die dann einsetzen. Genau, yep. Das ist zum Beispiel ein großer Teil, aber auch generell in eine Gilde zu sein, bringt halt viele Vorteile. Man bekommt Bonus-Stats, teilweise, wenn die Gilde sogar PvP macht, bekommt man noch mehr Belohnungen. Man ist so wie bei Black Desert, falls du schon mal gespielt hast. Mhm. Es gibt Gebiete, die kann man einnehmen und unter der Gildenflagge behalten. Dann kriegst du bestimmte Stats dazu geschenkt. Solange man diese Gebiete hält, genau, man kriegt Ressourcen und generell kann man dann halt innerhalb der Gilde auch zum Beispiel an Events teilnehmen und noch mehr Bosse machen. Da gibt es so diese Gildenportale oder sowas, was Fufu, das musst du dann erklären, das habe ich nie gemacht. Genau, wollte ich zum zweiten Punkt, also was Clayne jetzt die ganze Zeit jetzt erzählt hat mit den Gildenbossen ist, PvE-lastig quasi. Es gibt aber auch den PvP-Aspekt, aber auch den großen. Kommen wir jetzt zum Beispiel zu Gildenkriegen zum Beispiel oder so. Also es gibt auf der Map gibt es immer, wie nennt man das? Ich habe den englischen Begriff vergessen, ja, aber sagen wir mal Flaggen. Flaggen sind überall auf der Welt verteilt und die Flaggen stehen für ein gewisses Gebiet und die Flaggen kann man einnehmen. Und bei den ganzen Flaggen gibt es zu bestimmten Uhrzeiten immer ein PvP-Event. Quasi, wenn es noch nicht eingenommen wurde, versucht es eine Gilde einzunehmen und dort wird gekämpft und so weiter und so fort, bis jemand am Ende der Zeit dann die Flagge eingenommen hat. Genau, und danach muss sie nur noch verteidigt werden oder von anderen wieder eingenommen werden. Und jede Flagge, die zu einer Gilde gehört, die gibt der Gilde auch einen Bonuseffekt. Ich habe mich zum Beispiel eine Zeit lang größten internationalen PvP-Gilde angeschlossen, um das dort mal alles zu erleben. Und wir hatten 2 Flaggen eingenommen. Und durch die 2 Flaggen habe ich zum Beispiel Zusatzeffekte bekommen, wie zum Beispiel 15% mehr Crit und 20% mehr Schaden zum Beispiel. Genau, diese Flaggen gibt es. Genau, und dadurch bekommt man mehr Zusatzeffekte. Und in den Flaggen gibt es auch wöchentlich oder spawnen mit der Zeit auch immer Bosse, die man legen kann. Wie die World-Bosse, nur im PvP-Modus quasi. Und die Gilde kann auch wieder reingehen und den Boss klatschen, um extra Loot zu bekommen. Also man bekommt
als PvPler noch mehr Loot noch quasi. Mehr Loot. Aber dann ist es so ähnlich, also von der Gilde her dann, zum Beispiel so wie Lost Ark, wenn eine Gilde aktiv spielt und auch gut spielt, dass man praktisch die Gilden-Level sich erhöhen und dadurch dann mehr Features freigeschalten werden, oder wie? Kann ich mir das so vorstellen, genau. Dass man dann praktisch so einen Gildenruf hat, dann kann man mehr Bosse bekämpfen, man kriegt Bonus-Stats und. Also ist es durchaus wichtig, sich für sich eine geeignete Gilde zu finden. Wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte so Hardcore spielen, dann brauche ich eine Gilde, die halt 20 Stunden ballern. Oder du sagst so, jo, mir reicht so Semi-Hardcore, aber ich hätte schon gern ein paar Bünktchen, sage ich mal, weil ich ja da und da den Loot haben möchte. Die Frage, die jetzt war, die ganz oben wäre, wie groß ist so eine Gilde? Wie viele Leute gehen da rein? Wie viele können daran teilnehmen? Oder ist das auf die Gruppen von 6 Spielern gecapped? Das ist wirklich Massen. Das ist Masse, so viel wie der Server Masse. Aushält. Also, ich sag's mal so, in einer Gilde kann maximal 70 Leute rein. Okay. Bleibt aber nicht bei 70 Leuten, weil bei diesen Events treffen ja mehrere Gilden aufeinander und es gibt dann auch Allianzen. Zum Beispiel, Allianzen, ja. Genau, wo sich 5 Gilden oder 10 Gilden sich zusammenschließen und dann treffen halt 500 Leute auf 500 oder 1000 Spieler auf 1000 Spieler. Ah, und dann wird's halt, dann wird's halt servertechnisch eher ein Problem, oder? Wenn dann Hunderte aufeinander klopfen. Das ist schrecklich. Ja. Das hättet ihr mal sehen müssen. Glaube ich, wird bei Europa auch nicht ganz anders sein. Wenn dann erste Elite-Weltbosse erscheinen, das sind sozusagen Weltbosse, die nochmal extra, also die halt eine Stufe drüber sind, ja, kannst du vergessen. Ja, aber das ist halt, da muss ich halt ehrlich sagen, jetzt als alter WoW Progress Raider und World Raider, das klingt dann halt schon wieder ein bisschen cool, wenn du in der Gilde bist und wenn dann sagst, okay, hey, Freitag ist mal Party, da werden mal 100 Leute oder 200 Leute gegeneinander, oder so wie du sagst, dann ist das kein normaler Worldboss, sondern kommt so eine Elite-Version und du legst mal so eine Elite-Worldboss, das sind halt dann die Geschichten, ne, wo man dann sagt, so ja, wir waren damals dabei oder wir haben uns mit Gilde XY bekriegt oder sonstiges. Also das klingt schon mal nicht so schlecht, wo ich jetzt wieder bei der MMO-Aspekt und dann heißt es wieder, ja, 70 Leute pro Gilde, finde ich jetzt schon wieder ein bisschen wenig. Weil da musst du schon wieder eine Sortierung vornehmen, wie aktiv ist wer. Also ich hätte mir da vielleicht doch wieder ein paar mehr Slots gewünscht, sage ich jetzt mal. Weil, jo, was wieder so eine Aktivitätsgeschichte ist, ne? Ich glaube, am Anfang war es sogar nur 50 und du musst quasi die Gilde aufleveln, um die freien Slots dann freizuschalten. Um die dann freizuschalten. Also ich kann es ja auch so sagen, also eine Gilde, aber natürlich in fünffache Auswertung. Beispiel heißt die Gilde ABC, dann hieß die nächste Gilde ABCD, ABCDEF und man wusste, das ist eine Gilde in mehreren Gilden aufgesetzt. Ja, du machst dann halt Squad 1, 2, 3 und unterteilst dann die Leute, aber im Endeffekt koordinieren sich die natürlich zusammen und machen dann das Ganze. Okay, also ich meine, also würdet ihr sagen, so PvP ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Part auch von Throne of Liberty? Wenn du wirklich. Also. Ganz ehrlich, man kann das Spiel ohne PvP genießen. Habe ich gemacht. Kann man. PvP, wenn man PvP oder den PvP-Strang geht, dann muss man sich bewusst sein, dass es sehr anstrengend ist. Aber es macht natürlich auch sehr Spaß. Also man kann sich wirklich. Na, es kommt darauf an, wie man den Spaß versteht. Also ich habe es ja eine Zeit lang ausprobiert. Es gibt gewisse Aspekte, wie die Spaß machen, zum Beispiel. Den Loot, den man bekommt, oder man fühlt sich ein bisschen gut, wenn man die andere Allianz irgendwie geschlagen hat, aber ich muss ehrlich sagen, sobald dieser Massen-PvP ausgebrochen ist, zum Beispiel, es gab ja später auch Sieges, also wo wir unsere Gilde oder unsere Allianz eine Festung eingenommen hat, und dann gab es einen Termin, wirklich hier am 12., ich weiß nicht, was, 3. Februar, versucht die thailändische Allianz unsere Festung einzunehmen, und so im Overall, dieses Feeling hat schon ein bisschen Spaß gemacht, aber das Kämpfen hat gar keinen Spaß gemacht, weil du siehst da 500 Spieler gegen 500 Spieler auf dem Feld, da überall stehen nur Menschen. Bei mir, ja, wegen meinem GPU, CPU, lief auch nicht alles flüssig, waren schon öfter Standbilder dabei, es hat schon geleckt und da waren so viele Menschen auf dem Spielfeld, ich wusste jetzt nicht, was ich machen sollte. Oder ich hatte schwer, auch Leute anzuvisieren und Schaden zu machen oder auch zu healen, weil jeder kreuz und quer irgendwo anders war. Und das war schon zu viel, finde ich. Okay, also so okay.
200 gegen 200, 500, sogar 50 gegen 50 in New World. Ja, jetzt wollte ich wollte gerade den viel, ich wollte gerade die Brücke schlagen zu New World, weil ich kannte das. Ich war da bei diversen Tests dabei, auch damals noch, wo praktisch 50 normale oder halt 50 Streamer damals gegen 50 Entwickler gespielt hatten. Und da ist schon so das Chaos, da geht die Performance geht so in den Keller. Also du musst das wirklich, wenn so PvP-Schlachten sind, alles auf Minimum. Hauptsache du kommst auf ein paar Frames und am besten irgendwie einen Caster hinter einer Ecke und schön die Feuerbälle runter und dann gehen die Kills hoch und so. Also das ist noch nicht ganz so ausgereift. Bin ich gespannt. Aber so wie du sagst, es ist halt mal an so einer Schlacht teilzunehmen, wenn dann wirklich mal hunderte Leute aufeinandertreffen, das kann, glaube ich, auch schon ganz spannend sein. Außer du bist halt dann, keine Ahnung, gegen die Rich Company und die haben richtig hart reingeshoppt und die erste Reihe mit den goldenen Ritter mäht dann hunderte Leute weg, weil die waren halt shoppen. Also das ist halt dann die Frage. Also kann ich mir, vielleicht um da nochmal ganz kurz auf diesen Pay-to-Win-Aspekt zu kommen, weil da ist jetzt halt die Brücke, ich kenne es halt von Diablo Immortal und bei Diablo Immortal war es so, da hat halt Person X 5000 Euro reingecashed oder 10.000 Euro und hat sich dann im Schlachtfeld in die Mitte gestellt, im Kreis gedreht und es ist alles gestorben. Es war egal, wie viel du gespielt hattest, wie intensiv, wie geil deine Rüstung war, wie gut du die Klasse beherrscht hast. Ja, der Wahl hat gewonnen und da ist halt die Frage, ob das in diesem extremen Ausmaß halt auch bei Throne of Liberty möglich ist, dass du sagst, okay, wenn Geld keine Rolle spielt, oder es gibt ja auch in Diablo Immortal gab es ja auch sogenannte, wie soll ich das jetzt nette ausdrücken, ja, so Rich-Gilden, wo halt einfach die Teilnahmebedingung war, wenn du bei uns im Clan bist, wir investen oder wir buttern 10.000 Euro pro Woche rein oder 15.000 Euro, das macht jeder, der hier in dem Clan ist, ja, weil wir spielen das alles aufs Maximum und wir haben da, das Geld ist egal und da hast du einfach verloren, weil wenn die Leute kommen, dann hast du 20, 30, 40 Leute, die halt alle 10.000 plus pro Woche ausgeben, also die sind so aufgelevelt, da reicht einer, um 50 wegzumähen, da ist halt die Frage, ob sowas dort möglich ist oder dass man sagt, ja okay, die können aus dem Auktionshaus die Items kaufen, dann sind sie vielleicht ein bisschen stärker, aber es ist nicht möglich, das so in so eine Absurdität zu bringen, dass dann blöd gesagt einer einreitet und den Punkt einnimmt, weil ihn 70 nicht abwehren können. Ist das Letztere tatsächlich. Also es ist was das Letztere? Einer reitet ein und 70... Nein. Okay. Ich wollte gerade schon sagen. Also, okay, auch wenn jemand krass hier geht, 70 Leute machen den Platz. Ich würde mal sagen, wirklich Masse und Strategie statt Klasse. Also sagen wir mal, selbst einer, der 10.000 Euro in Throne Liberty reingehauen hat, gegenüber einen, der viel gespielt hat, ein bisschen was reingepayt hat vielleicht oder sowas, ist ja vielleicht 30% stärker. Okay, aber es ist ein Spieler dann. Und genau, und Fu und ich waren ja auch Free-to-Play. Mhm. Und ihr müsst es euch so vorstellen, wir waren fast bei jedem Event immer Top 10. Ja, das heißt, vielleicht hat er einfach sehr gute Spieler. Nee, das ist schon die Antwort. Ja, vielleicht das auch, aber ich glaube, das ist einfach, wenn man es einfach klug und taktisch angeht und auch generell. Wir haben uns viel damit auseinandergesetzt auch, ja. Genau. Und dann gibt es natürlich diese fünf Leute, die mähen einfach alles nieder mit einem Schlag, okay, aber für Top 10 reicht es halt definitiv in jedem Event, wenn du einfach weißt, was du machst. 6 Stunden im Schnitt waren wir, glaube ich, online jeden Tag. Zumindest ich war das so im Schnitt 6 Stunden online. Mhm. Das heißt, es ist auch eigentlich auch schon eine viel Zeit. Aber man kann sich halt vieles schnell erspielen mit Free-to-Play, wenn man weiß, was man macht und wirklich an der Hand genommen wird. Okay, ja, weil da muss man eben sagen, das ist halt dann besonders, wenn wer in dein Spiel reincashen möchte, soll er das machen. Wenn es Cosmetic ist, soll er das machen, ist alles kein Thema, kann jeder spielen, wie er will. Aber wenn du dann eben dieses Player versus Player hast und dann hast du Gilden-Events, dann kommt ein gewisser Frustfaktor mit, wenn du dann eben sagst, okay, wir als Gilde verteidigen Punkt Y und dann, hey, da reitet einer, so ein einsamer Ritter über die Wiese drüber und mäht hunderte Leute nieder. Also es sollte halt eine gewisse Balance sein. Aber wenn ihr sagt, okay, er mäht 3 Leute weg, aber wir sind 70, dann hat er trotzdem, ne? Dann ist die Wahljagd eröffnet. Also das ist ja dann immer so Wales versus irgendwas. Und das ist immer bei den Spielen auch dann wirklich ein kritischer Punkt, weil es eben bei Gilden-Events, PvP-Events, da kommt es dann darauf an, weil da kannst du nicht sagen, ja, ich ignoriere das, weil wenn du daran teilnimmst, dann bist du mit dieser Problematik, dass jemand halt stärker ist, der reincasht,
direkt konfrontiert, dann kannst du das nicht auslassen, weil der sagt ja, ja, ich greife dich nicht an, weil du hast nicht gepaid. Also da muss man dann sagen, aber wenn das irgendwie halbwegs gebalanced ist und die ganzen Schlachten, dann wahrscheinlich hängt es eher daran, wer die bessere Hardware hat, weil du mehr Frames hast und noch was drücken kannst, als der, der den teureren Char hat, sondern also investet lieber in eine neue Grafikkarte, damit 10 Frames mehr hast, weil dann kannst du noch eine Taste drücken, ja. Ja, also ich kann euch, kann euch natürlich auch kurz erzählen, wir hatten auf dem Server eine reiche thailändische Gilde, das war so eine Rich-Gilde, das war jeder durchschnittliche Spieler hat gefühlt ein Tausender ausgegeben. Die waren zu 50, ja. Und dann gab es halt Fußgilde, die waren jetzt auch ein bisschen invested. Da gab es auch schon Hardcore-Spieler, ein paar Leute, die was hatten. Aber generell eher international, ja. International, wir Free-to-Play. Wir hatten sogar eine Allianz mit den Koreanern, die auch gut reingebuttert haben, ja. Genau, aber auch ohne die Koreaner, kann man einfach sagen, die waren zu 100, die waren nur zu 50 und die wurden überrannt. Weil es einfach ist, wenn zwei Leute auf einen kloppen, du kannst mit dem Gear-Unterschied diesen Schaden fast gar nicht das irgendwie wegmachen. Ja, also. Okay, also konnte man dann das noch aushaben und so weiter, ja. Dann bin ich gespannt. Ich muss sagen, ich bin auch sehr überrascht, dass diese Gildenaspekte so groß geschrieben werden, dass da praktisch so viele Features auch darum rumgebaut sind, eben jetzt mit separaten Boss-Loots, separate Boss-Fighte, Gilden-Events und so weiter, weil das sind halt schon viele Punkte, die eigentlich auch ein MMO ausmachen, ne? Weil warum spielst du das? Du spielst das, damit du gemeinschaftlich so einen Boss bezwingen kannst oder eben dann auch in dem PvP-Aspekt. Kann man eine reine PvE-Gilde auch spielen? Also, dass man sagt, ich mache eine PvE-Gilde, wir machen nur die Bosse, wir joinen aber keine Kämpfe, das ist uns alles egal. Machen die meisten, glaube ich. Also waren 80% der Gilden bei uns auf dem Server. Nur 20% haben wirklich so PvP aktiv gespielt. Okay, okay. Ja. Das war ja. Ich meine, PvE-Content gibt es da auch genug auf jeden Fall. Okay. Kann man dort. Also euch wurde nicht langweilig beim Spielen, ihr hattet immer was zu tun. Oder wie also die sagen? Ersten 3-4 Monaten, weil wir jeden Tag gefühlt 10 Stunden gespielt haben. Ja, also ich kann es euch auch sagen, übertreibt es nicht. Klar, ihr könnt den ersten Monat oder in den ersten 1-2 Monaten mal da richtig reinsuchten, aber es ist halt bei jedem Game so, ja. Da kriegst du einen schnellen Burnout, hast den ganzen Endgame bis ins Detail durchgespielt, lasst euch Zeit, macht dann einfach ein bisschen Piano und dann, glaube ich, könnte das ein sehr starkes MMO für euch sein. Okay, wie ist denn so der, wenn man jetzt mal ein bisschen auf diesen Zeitaufwand oder sagen wir mal den Zeitaufwand zukommt, würdet ihr sagen, man schafft so mit 10 Stunden die Woche, 15 Stunden, um das gut zu performen? Also schaffe ich meine Dailies, schaffe ich meine Raids und so weiter? Bin ich da gut dabei mit so 10 Stunden was? Nachdem ich hochgelevelt habe, in der Woche circa, ja? 15, das heißt jeden Tag 1-2 Stunden. Also ich hätte mir gewünscht, dass Leute so viel spielen würden, aber es war ja auch koreanische Version, wollten es ja alles mal antesten. Aber 10, 15 Stunden für mich, für eine Gilde, PvE-Gilde, ein bisschen PvP vielleicht, komplett genügend. Also Feierabendbier aufmachen, PC anmachen, 1-2, vielleicht mal 3 Stunden dran sitzen, zocken. Ja, oder eben, dass du halt sagst, dass der so unter der Woche oder ich spiele was anderes, ich lasse mal 1-2 Tage aus und dann spiele ich 4-5 Stunden am Stück, dann bin ich super dabei, ohne dass ich jetzt so in dieses Hintertreffen komme, weil das war dann halt irgendwann bei Lost Ark dieser Punkt erreicht, wo du dann 4 Trinks brauchst, um so viel Materialien zu haben, um das und das rein. Okay, das ist natürlich, glaube ich, auch immer wieder ein bisschen ein Punkt, dass man sagen kann, okay, so wie er meinte, der Level-Part so 20, 25, 30 Stunden, das mit den XP schockt mich ein bisschen. Ich glaube fast nicht, dass das nach Europa geschafft wird, dass man dann praktisch minus XP auf den Level hat. Also das sind, glaube ich, ein paar Punkte dabei. Kann man ja wieder zurückkaufen quasi. Ja, aber kostet ja auch Gold also und so Gold. Weiter. Also ja. Aber es haben die auch reduziert. Also die haben auch gemerkt, oder viele Spieler haben sich anscheinend beschwert, es hat so viel gekostet und dann haben die das reduziert. Aber mal gucken, wie es wirklich dann bei uns so ist, ob das komplett abgeschafft wurde. Ja. Was ich noch vergessen habe, das hat mich auch sehr aufgeregt. Ich bin ja 17 Mal gestorben oder so. Mhm. Wie war es bei mir? Ja, ab dem 15. Ich bin 17 Mal gestorben und wenn man das nicht wiederherstellt,
bekommt man immer ein Stack pro Tod quasi. Also hatte ich 17 Stacks. Und alle 10 Stacks bekommst du Nebeneffekte, wie zum Beispiel, ich laufe 10% langsamer, ich bin 10% schwächer. Wo, wenn du deine Minus-XP nicht wieder ausgleichst, ja, dann kriegst du negative Stacks. Alter. Genau, das ist komplett unnötig. Das ist ja richtig gut mit den Debuffs, dann siehst du schon so wen, der nur mehr mit 30% läuft, weil er so viel Stacks gefarmt hat. Ja, der leuchtet dann auch mega rot, ja, und das sieht man halt. Den will dann keiner in der Gruppe haben, aber er hat, ist das bitter, ey. Okay, das ist natürlich echt schwierig, das ist so gleich so Shaming, so, mit dem spielt man nicht so, der hat so sieben negative Leisten. Ja, okay, das ist... Ich habe mir auch dadurch einen Namen gemacht. Okay, du... Mr. Minusprozent, okay, ja, das ist halt dann echt ein bisschen schwierig, ja, dass das so von dem Part her ist. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt so ein bisschen im Hintergrund da die diversen Waffensettings laufen. Also die Kämpfe, die sehen schon nicht so schlecht aus, auch mit den Möglichkeiten von den Waffen her. Ja, mega nice. Auf jeden Fall. Also. Das ist auf jeden Fall ein großer, großer Pluspunkt. Ja. Habt ihr es mal probiert, mit Controller zu spielen oder wart ihr rein Maustastatur? Nee, nur rein Maustastatur. Okay. Da gab es noch keinen Controller. Support und noch nichts, das Support. Kam dann wahrscheinlich erst später, ja. Okay, verstehe, ja. Gibt's ja immer noch nicht. Das ist, glaube ich, Europa-exklusiv. Okay. Weil in Korea, also ist ja Korea-exklusiv gerade der Server. Mhm. Und da spielen tatsächlich nicht so viele Leute Konsolen. Da gibt es ja diese PC-Banks. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, nee. Aber das sind PC-Cafés. Diese Internet-Cafés hieß es früher mal. Achso, und die gehen dorthin und spielst drüben. Okay. Genau. Da stehen dann 50 PCs in einem Stockwerk, fünf Stockwerke. Das sind wirklich in Korea, das ist super beliebt. Da geht man hin, spielt League of Legends. Man hat zu Hause nicht mal Platz oder gar keinen PC. Dann, da gibt man, keine Ahnung, 5 Euro aus und dann kann man da 4-5 Stunden zocken oder so. Okay. Ja, das macht dann natürlich Sinn, ja, dass man das, deswegen wird es wahrscheinlich erst bei uns dann für den Europa-Release mit den Konsolen oder so mit. Das wird vielleicht auch ein Grund sein, warum sich das alles ein bisschen verzögert, damit man das dann auch mehr oder weniger zum Laufen kriegt. Man muss ja auch sagen, damals, wo Lost Ark rauskam, wir waren ja in Europa und jetzt Nordamerika, wir waren ja auch immer ein halbes Jahr behind vom Content her. Ne? Also das wird noch auch eine Frage werden, ob sie versuchen, das dann anzugleichen, weil das ist jetzt 3 Monate draußen, das Spiel. Bis das bei uns kommt, sind die ein halbes Jahr vorne. Wir werden wahrscheinlich einen aktuelleren Patch kriegen und nicht wieder, wie ihr damals mit Level 1 anfangen, sondern irgendwo in der Mitte und dann sagen, okay, sie gleichen das an oder sie gleichen es eben nicht an. Aber ich denke mal schon, dass das dann eher auch ein bisschen angeglichen wird. Habt ihr schon so einen Plan? Also wenn das jetzt für Europa kommt, spielt ihr dann nochmal voll rein? Macht ihr eine Gilde? Oder sagt ihr so, ja, wir machen es jetzt gemütlich, weil wir haben gelernt und haben ja schon hunderte Stunden gespielt? Wir werden definitiv mal schauen. Wir hatten eigentlich vor, so etwas mehr intensiver reinzutreten als in Korea, zumindest ich. Sagen wir mal semi-hardcore. Ich war schon intensiv. Du warst schon intensiv? Halt, ja genau, Fu war schon zu intensiv drinnen. Aber ich glaube, ich werde das dann auch so ein bisschen anpeilen. Ja. Ich werde es auf jeden Fall anzocken. Ich würde es auf jeden Fall auch probieren, wie es auf dem, oder wir wollen es probieren, wie es auf dem deutschen Server mal auch anfühlt oder wie es dort angegangen ist. Heißt ja nicht, dass es dasselbe Feeling wird wie bei den koreanischen Servern. Ja, das stimmt. Und man muss auch sagen, also ich habe gesehen, es gibt eine deutsche Lokalisierung, gibt es jetzt dann auch mit den jeweiligen Versionen. Also bin auch mal gespannt, wie gut da die Umsetzung ist. Was würdet ihr so sagen, so vom Trefferfeedback her? Also fühlt sich das auch so an, dass man, wenn ich den Treffer lande, merke ich das, weil es ist leider bei sehr vielen Spielen, dass es ein bisschen asynchron ist, dass manche Treffer von den Layers gemisst werden oder so? Oder sagt ihr so, nee, ein Treffer ist ein Treffer und das spürst du? Das spürt man, definitiv. Okay. Also man fühlt das Feedback dahinter. Ich weiß schon, was du meinst. Mhm. Und die Treffer, wo du nicht triffst, weil zum Beispiel deine Präzision zu niedrig ist und du die verwählst, die spürt man auch. Das heißt, das ist halt genau auch andersrum. Man spürt jeden Schlag und man spürt auch jeden Schlag, den du nicht triffst, weil einfach das Feedback
dir klar andeutet, du hast nicht getroffen oder du hast getroffen. Ja, weil das ist zum Beispiel eben, wenn du New World nimmst, der hat so ein ähnliches System und bei New World bist du dann teilweise, dann wird der gehittet oder gemisst, weil er so gefühlt ein Ticken zu langsam ist. Was sagt ihr so von der Angriffsgeschwindigkeit her? Gibt es da noch hohe Cooldown-Phasen? Habe ich so Phasen, wo ich sagen muss, ja, okay, jetzt warte ich mal 30 Sekunden, bis ich die nächste Taste drücke? Oder lässt sich das wirklich flüssig durchspielen? Flüssig durchspielen. Okay, das ist nämlich auch ein ganz, ganz wichtiger Part, dass eben die Optionen sind und dann, dass du sagst, okay, was meintest du vorhin, wenn du nicht genügend was Trefferwertung hast, das dann gemisst werden kann? Ja, das sind, was ich meinte war, es gibt ja Präzision und Ausweichchance in dem Spiel. Und wenn du dann natürlich einen Skill castet und der hat dann eine höhere Ausweichchance, dann kann es sein, dass du halt ab und zu halt den Skill nicht triffst und dann steht da fett Miss oder Miss, verfehlt. Aber das, und dieses Feedback spürst du halt, weil jeder Skill bei dir, du hast nur wirklich eine, du hast nur die eine Leiste da unten wirklich. Mhm. Und jeder Skill ist halt wichtig und du spürst wirklich den Feedback von, also bis auf zwei oder drei. Es gibt natürlich zwei, drei Skills, die haben 5 Sekunden Cooldown, die spammst du immer zwischendurch mit rein. Mhm. Aber die Vielzahl ist einfach so ausgelegt, du hast Skills, die haben 10, 15 Sekunden Cooldown und die willst du treffen. Und man spürt auch wirklich, wenn du die nicht triffst. Ah, das ist super, dass das auch praktisch, das ist so ein bisschen so ein Belohnungssystem. Wenn ich mich jetzt zusammenreiße und schaue, hey, der Treffer muss landen, oder halt dann auch eben dieses Missgefühl, so ja, okay, jetzt ging es halt daneben, weil das gibt es halt dann bei anderen Spielen, so wie bei Diablo, wenn du halt einen Wirbelwind-Barb hast, meine Güte, schlag zweimal daneben, ich greife 10-mal die Sekunde an, dann ist das ist egal, ne? Aber da wäre das dann halt schon ein ganz, 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 ganz wichtiger Part. Okay, so warte mal ganz kurz, ich share mal noch schnell eure Links, das findet ihr unterhalb, weil wir werden jetzt hier mal das Video closen und sind dann offen für Community-Fragen. Das heißt, ich sage schon mal danke und ja, und ciao an die Leute, die das dann später nochmal auf YouTube sehen. Eure Kanäle findet man unterhalb, da kann man euch auch jederzeit ja, erreichen und auch gerne Sachen schreiben. Ich bin sicher, ihr seid da gerne bereit, das euer Feedback auch ein bisschen weiterzugeben. Und danke. Dafür sage ich jetzt schon mal danke, auch. Danke für Runde 1. Dann sind wir hier im Moment.